Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Slane Watched. Ja, schon wieder. Ich glaube, das letzte ist eine Woche her oder so, ne? Ja, ich habe halt viel geschaut in letzter Zeit und ich habe da jetzt auch wieder mal einiges geschaut, was ich schon lange habe sehen wollen oder müssen zum Mitreden, ne? Und das wird dann auch das Thema hier betreffen. Dieses Video wird ja einen Namen tragen. Ich nenne es am besten Musik liegt in der Luft. Denn ich habe mir drei musikalische Biopics in Folge gegeben. Und über die werden wir auch zuerst reden. Und das wird dann wohl wahrscheinlich der Grund sein, warum ich mich bei den meisten von euch unbeliebt machen werde. Aber immer schön der Reihe nach, ne? Thema Musik ist ja bei mir auf meinem Kanal eigentlich sogar recht groß mittlerweile, obwohl ich immer noch nicht den Arsch hochbekommen habe und die genauso vielen CDs wie über das ganze Jahr hinweg schon reviewt, nochmal reviewen muss, von der Menge her. Ja, aber irgendwie werde ich das schon noch hinkriegen, ich weiß auch nicht genau. So, und ja, ich höre halt mein Leben lang eigentlich schon Mucke, solange ich zurückdenken kann, ja. Und mein Herz gehört dem traditionellen Heavy Metal. Das ist so die Musik, die ich am liebsten mag. Vielleicht noch als zweites Standbein der Rock-Hard-Rock-Bereich. Und ja, Heavy Metal, Power Metal sind so meine Lieblingsnummern. Und das mag, also das nur mal vielleicht als kleine Info für die, die mich überhaupt nicht kennen und jetzt zum ersten Mal schauen. Es ist immer eine Frage des Geschmacks und jeder hat einen anderen Geschmack und ich habe keinen sehr guten Geschmack, sagt man mir auch hin und wieder mal nach. Ja, und ich habe halt wirklich, seit ich 8 bin, angefangen der härteren Musik zu lauschen und mich mit der Szene auch ein bisschen beschäftigt und auch einiges mitbekommen, denn ich mache auch schon seit 12 Jahren Online-Radio und da bewegst du dich viel in der Szene und hast auch mit vielen Menschen aus der Szene zu tun. Sowohl Musiker als auch Fanbase-mäßig, ne? Und da kriegst du dann schon einiges mit, vor allem was das Verhalten verschiedener Randgruppen, will ich nicht sagen, Subgenre-Anhänger betrifft. Und da sind wir dann auch schon beim ersten Film, um den es hier heute geht, denn die extremste Gruppierung im Metal-Bereich, in einem Subgenre im Metal-Bereich, auf die ich jemals getroffen bin, verhaltensmäßig, ja, das ist der Bereich Black Metal. Nirgends bin ich mehr im Musikbereich bisher auf Unfreundlichkeit, Ablehnung, Narzissmus und Respektlosigkeit und vor allem, ja, wie sagt man denn? Nicht Akzeptanz, das Gegenteil von Akzeptanz. Mein Gott, wieso fällt mir da jetzt kein Wort vor? Ich bin heute doof. Ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist jetzt 9 Uhr morgens, ja. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Denn wie gesagt, in meiner Funktion als Radiomoderator bin ich da. Ich hatte halt damals einen Kollegen, mittlerweile ist er nicht mehr am Start. Schon viele Jahre, ich glaube, keine Ahnung, 10, 15 wollte ich sagen. 5 bis 10 Jahre nicht mehr. Und der hat halt eine richtige Underground-Black-Metal-Sendung regelmäßig gemacht. Und ich hatte dann mal den Spaß, nach ihm direkt einzuspringen. Also der Kollege, der nach ihm die Sendung hatte, es haben ja an einem Tag im Radio mehrere Moderatoren Radiosendungen, ne? Der fiel aus und ich bin dann eingesprungen und ging dann in den Chatraum. Wir nutzen im Radio das IRC. Naja, merkt schon, das wird ein langes Video. Ne, schnappt euch ein paar Snacks, das wird alles dauern heute. Ich mache das Ganze auch über OBS. Dann brauche ich mir keine Sorgen wegen Akku machen. Auf jeden Fall bin ich eingesprungen für einen Kollegen, der nach ihm senden sollte. Und wir nutzen halt zum Chatten, um auch mit einigen Hörern, die sich da reinwagen, wenn man so will, das IRC. Das ist ein bisschen veraltet, finde ich, mittlerweile. Und da ist mittlerweile auch eher tote Hose. Aber damals hat das da ordentlich gebrummt, kann man sagen. Und das war so zu den Hochzeiten des Radios, wo ich bin. Kannst du ja sagen, Metal Only ist das. Und
da bin ich dann halt eben rein in den Raum und dann ist es natürlich so, dass du auch, wenn du jetzt noch eine halbe Stunde da schon mal vorher am Start bist, du den Kollegen auch einschaltest und dann hörst. Und da habe ich dann wirklich tatsächlich, also ich wusste schon, was Black Metal ist. Ich bin ja nicht blöde, ne? Und ich habe mich auch mit vielen Genres lange und oft auseinandergesetzt. Da habe ich ja auch schon alles Mögliche darüber erzählt auf dem Kanal, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind. Aber das, was ich da gehört habe, habe ich mein Leben noch nicht gehört. Diese Underground Black Metal Bands. Frag mich jetzt nicht, wie die Bands hießen. Aber es gibt wohl im Black Metal Kult oder wie sagt man, in der Anhängerschaft oder jedenfalls da, war das da der Fall. Diejenigen, die sich für besonders true mit V statt U geschrieben halten, die mögen nur Bands, die sobald mehr als 10 Leute die Band kennen, dann sind die kommerzielle Lutscher. Und raus aus der Szene und wie kannst du dir den Scheiß denn anhören? Die Popmusik da. Ja, und da hört man Verständnis auf. Und die Musik, die da zu vernehmen war in dieser Sendung, das habe ich auch schon ein paar Mal vom Kanal erzählt, aber ich bring's immer wieder gerne. Meine Ex-Freundin hat halt damals auch mal reingelauscht, ja. Also ganz bewusst, wir haben zusammen rumgehangen bei mir in der Bude und ich wusste, der Kollege streamt gerade. Ich sage, soll ich dir mal was vorstellen? Pass mal auf, ich habe mal eben das Radio eingeschaltet. Und sie hat zu mir gesagt, das klingt, als würde Ernie aus der Sesamstraße in einem gusseisernen Eimer, also drüber gestülpt, ja, von einem Rudel tollwütiger Katzen vergewaltigt. Und die Geräusche würde man aufzeichnen mit einem Fisher-Price-Recorder. Und das würde man dann auf Scheibe pressen. So irgendwie sinngemäß in der Richtung war das irgendwie. Ganz genau kriege ich es auch nicht mehr zusammen, aber ich habe so scheiße gelacht, weil dazu hörte ich halt, lief halt diese Musik und das passte so geil. Naja, so. Aber wie gesagt, das ist ja alles Geschmackssache. Also wenn du jetzt gerade dieses Video siehst, diese Musik für die höchste Form der Kunst hältst, dann ist es doch wunderbar, dass du für dich einen Musikstil gefunden hast, den du für die höchste Form der Kunst hältst und an der du dich erfreuen kannst. Ich gehöre halt nicht zu dieser Kategorie und das unterstreicht jetzt auch meine Meinung zu dem ersten Film, um den es gehen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Lords of Chaos. So, denn, also es gibt noch einen zweiten Grund, warum mir dieser Film nicht gefallen hat. Das hat jetzt mal abgesehen davon, dass es überhaupt nicht meine Musik ist, was die Jungs machen, um die es in diesem Film geht, ja. Ich bin auch ein riesen Filmfan und auch beim Film sind mir einige Dinge wichtig, wie zum Beispiel Charakterzeichnung und Storytelling und ein Spannungsbogen, der erzeugt wird in einem Film, ja. Und bei Lords of Chaos habe ich da nicht viel entdecken können, tut mir leid. Aber der Reihe nach. Ich lese mich mal vor. Ich lese mal vor, was ich mir hier notiert habe. Ich muss mein Gehirn mal wässern. Nein, ich muss mal was trinken. Ach Gott, ey. Gut. Eigentlich frage ich mich, warum ich mir das Ding gegeben habe. Vermutlich, um mitreden zu können, worauf ich eigentlich einen Fick gebe. Ja? Also bringen wir es hinter uns. Metal. Metal ist nur echt, wenn er böse ist. Wenn du lächelst oder Spaß an der Mucke hast, die du da machst oder die du da hörst, ja, Stimmung auf der Bühne verbreitest oder im Publikum Spaß an der Stimmung hast, die die Band auf der Bühne verbreitet, ja, oder wenn du es wagst, respektierte Rockgrößen zu hören. Ja, oder davon ein Patch zu tragen von diesen respektierten Rock- und Metal-Größen, ohne die es diesen verkackten Black Metal, meiner Ansicht nach verkackten Black Metal, vermutlich nie gegeben hätte. Ja, weil sie schon 20 Jahre vorher gerockt haben. Ja, dann bist du ein geächteter Lutscher. Es gibt in diesem Film eine Szene, in der wird Varg Vikernes, das ist eine der Hauptfiguren in diesem ganzen Film hier, ja. Als Poser von der Band Mayhem abgewiesen, um die es geht, weil er ein Scorpions-Patch auf der Kutte trägt. Ja. Meine Frage, und das ist jetzt wieder vom Filmbetrachter, von der Logik her aus gesehen, wenn man sich doch da zusätzlich ein bisschen, wie ich, ein bisschen mit Mucke auskennt, warum störte Euronymous, so, oder Euronymous, oder wie spricht sie sich da aus? So nennt er sich ja, die zentrale Figur hier, aus dessen Sicht der ganze Film auch erzählt wird.
Warum stört ihn ein Scorpions-Patch, aber kein Van Halen-Patch? Aber gut. Und die Scorpions, wenn ich da an die Anfangszeiten denke, das kann man nicht respektieren, die Wurzeln der Band. Oder auch, wie gesagt, Van Halen, ja. Aber gut. Das ist das, was ich meine, ja. Und nochmal meine Standardansage, weil es ist einfach meine Meinung, ja. Es gibt keine Toleranz in der Metal-Szene. Es das heißt immer auch, die Metal, die sind ja so die tolerantesten Musikfans von allen. Es gibt keine Toleranz in der Metal-Szene. Es gibt nur Meinungen und die sind verschieden. Und die reiben sich ständig. So, nicht bei allen. Es gibt auch einige, die hören einfach alles, was irgendwie Gitarren hat. Ja, ist ja auch okay, ne? Aber es gibt sehr viel Reiberei in dieser ganzen Geschichte, ja. So, gut, also, und das, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, das strahlen die ersten 30 Minuten dieses Films in jeder Pore aus, ja. Die ersten 30 Minuten, in denen ein paar komplett eindimensionale, unsympathische Idioten, ja, würde ich jetzt nicht sagen, ja, aber Unsympathen halt, ja, rotzigen Schraddelmetal auf ihren Instrumenten rumkratzen und dann den Black Metal, den Norwegian, True Norwegian Black Metal erfinden, ja. Okay, sie nennen sich Mayhem und sind heute eine Legende und auch noch aktiv, muss man dazu vielleicht sagen. Und gut, eine Legende war Charles Manson auch, aber gut. Der Sänger, Dead, einfallsreiches Pseudonym, ja, ist Dauerdepri und schickt mit seiner Demo eine tote Ratte auf dem Kreuz als Bonus dazu. Das ist dann offenbar cool oder, nee, cool ist ja kein Black Metal. Wir nennen das jetzt mal anti-cool, ja. Wenn Dead sich auf der Bühne die Arme zerschnippelt, dann ist das auch anti-cool, ja. Also, du kannst nicht singen, sondern nur kreischen. Dann stopfst du halt in deinem Demo beim Demoband, wenn du dich bei der Black Metal Band bewirbst, einfach eine tote Ratte an einem Kreuz mit. Und auf der Bühne schneidest du dir die Arme kaputt. Und schon wirst du gefeiert. Also, wenn ich im Publikum stehe auf einem Metal-Konzert, der Typ schneidet sich die Arme auf und ich werde mit dem sein scheiß Blut vollgesudelt, ja. Er würde mich bedanken, Alter. Er würde mein Geld zurückverlangen. Bei Gore ist das Show. Das ist alles Tricks, Zeugs, Quatsch, ja. Das ist, als würdest du ins Zirkus gehen oder was, ja. Aber in echt, ja, es ist eine sympathische Community. Gut. Also der ganze Film wird übrigens, wie ich ja schon erwähnt habe, aus Sicht des Gitarristen und Bandgründers Euronymous erzählt, der Dead findet und erstmal seine, also später dann findet, also der nimmt sich halt. Ich muss der Reihe nach weiter. Ich muss hier weiter vorlesen einfach. So, warum mache ich das nicht wie immer? So, also nochmal. Sänger Dead, einfallsreiches Pseudonym, ist Dauerdepri und schickt mit seiner Demo eine tote Ratte am Kreuz als Bonus. Da denken sich Mayhem, passt zu uns, nehmen wir. Es ist offenbar, wie gesagt, anti-cool, wenn Dead sich dann auch auf der Bühne die Arme zerschnibbelt. Eines Tages schnibbelt er jenseits der Bühne, also zu Hause, ne, etwas zu tief in seinen Armen rum und auch am Hals ein bisschen so, ne, rum und so, ne. Dann nimmt er eine Flinte und setzt sie an seinen Kopf und dann ist Dead halt Dead. So, das Ganze wird übrigens aus Sicht des Gitarristen und Bandgründers Euronymous erzählt, der Dead findet und erstmal seine Leiche passend drapiert, um ein paar coole, anti-coole Fotos zu machen. Ja? Haben die Black Metal alle in Eiern wandern oder habe ich da irgendwas verpasst oder was? Das war meine Frage, die sich mir da so spontan ins Hirn schob, ja. Aber gut, der hier hat jedenfalls definitiv im Eiern wandern. Ich meine, wie kommt man auf so eine Idee? So, Punkt, Stopp, Pause, Moment, ja. Und hier ist mein Problem mit diesem Film. Über das Verhalten der Figuren bisher, die sind einfach so. Also, ihr werdet hineingeworfen in diese Welt. Nehmen wir jetzt mal an, du, der du jetzt dieses Video hier siehst, schaust dir Lords of Chaos an, weil du dir denkst, das ist also ein Film über die Metal-Szene. Dann gucke ich mir mal an, wie die so ticken, die Metaler. Und schaust dir Lords of Chaos an. Ja? Dann bekommst du ein ziemlich krasses, krankes, psychopathisches Bild vermittelt. Demnach alle Metal und Black Metal, überhaupt natürlich vordergründig die Black Metal-Fans und Musiker,
depressive, selbstzerstörerische oder gar selbstmörderische Psychopathen sind, die statt einen Selbstmord zu melden, lustige Fotos davon machen und noch die Tatwaffen und die, mit der er sich geschnitzt und erschossen hat, schön für ein Foto drapieren. Also den Tatort im Grunde genommen manipulieren und so weiter und so fort. Ja? So, okay. Wäre in Ordnung, wenn dir der Film vorher die Motivation der Figuren zeigt. Denn das kommt ja nicht von irgendwo. Du wirst nicht geboren als dämonische Kreatur mit einem Ei am Wandern. Ja? Es muss einen Hintergrund geben, warum Dad so krass depressiv ist. Du erfährst es aber in diesem Film nicht. Und jetzt an die Fans da draußen von dieser Band Mayhem, ja, kommt mir nicht mit Sprüchen wie, ja, man kann sich ja am Netz mal informieren und mal ein paar Biografien über die Band lesen online oder so. Ja, nein. Ein Film muss als Film für sich, als Werk für sich, für einen Außenstehenden jenseits anderer Medien funktionieren. Denn ein Film ist ein Kunstwerk, das eine Geschichte erzählt, die Anfang, Mittelteil und Ende haben sollte und in sich schlüssig einen Kreis schließen sollte. Und das passiert hier nicht. Du wirst nicht darüber aufgeklärt, warum sind die so? Warum geht Hieronymus her, der gerade seinen Freund durch Selbstmord verloren hat und macht lustige Fotos von diesem ganzen Scheiß, ohne mit der Wimper zu zucken? Warum ist der so angepisst vom Leben? Siehst du nicht? Oder gibt es hier von 2 Stunden längeren Director's Cut, der mir entgangen ist? Weiß ich natürlich nicht. Ja, so, gut, weiter. Er hat die Fotos gemacht, um Mayhem, also seine Band Mayhem, damit zu pushen, als coole Band, deren Sänger sich den Schädel weggeballert hat. Ja, und dann verteilt er Schädelsplitter als Kettenanhänger an die Bandmembers, also an die Bandmitglieder. What the fuck? Ja, er hat also aus der Hütte da, der hat sich ja die Köpfe geballert, da lagen ja überall die Teile von seinem Kopf dann worum, ein paar Dinger zusammengesammelt und da lustig Kettenanhänger draus hergestellt. Aber dazu komme ich später nochmal. Denn so psycho ist das gar nicht. Aber wie gesagt, ich komme später nochmal im Spoiler dazu. Aber dann sage ich vorher Bescheid natürlich, ne? So, Zitat Hieronymus: Die Leute müssen hassen, was wir machen. Ach genau, deswegen kann ich nichts mit diesem Stil anfangen. Neben der Arroganz der dazugehörigen Szene und der unhörbaren Mixtur aus Lärm und sterbenden Kleintieren, die sie Musik nennen, aber jedem das Seine, wie gesagt, ja. Gut, und das mit der Arroganz, das habe ich ja, na gut, habe ich jetzt nicht erzählt am Anfang. Ich habe ja erzählt, ich war in diesem Chatraum dann, ne, als diese Musik lief. Und dann habe ich da halt geschrieben, ich glaube, mit meiner Anlage hier, mit meinen Boxen stimmt irgendwas nicht, das kann nicht normal sein, was da rauskommt. Woo! Großer Fehler, Klein Slane. Wie kannst du denn in einen Metal-Chatroom gehen, in dem gerade Black Metal, Underground Black Metal, wohlgemerkt, nicht normaler Black Metal, Underground Black Metal läuft und diesen kritisieren? Denn, sorry, aber es ist einfach Fakt, dass da das, was da lief, eine unterirdischste Produktionsqualität hatte. Es war platt, drucklos, klirrend, kreischend, es tat in den Ohren weh, wirklich. Ja, kann man nicht anders sagen, aber es soll ja auch so sein. Das ist ja die Intention des Black Metal oder wo, irgendwie so, ja. Es muss, und dann kamen Sprüche wie, weil die kannten mich ja, ich bin der Mord bei diesem Radio gewesen schon eine Zeit lang und die wussten dann ja auch, was ich für Genre bediene, logischerweise. Und dann hieß das dann, was willst du denn, du Heavy Metal Lutscher? Als Power-Metal-Hörer kannst du doch überhaupt gar nicht hier mitreden. Dein Intellekt reicht gar nicht an unseren heran. Zitat Ende. Das meine ich mit Arroganz der Szene. So, gut, also. Nun eröffnet Hieronymus den Plattenladen Helvete, für Hölle, ja, der auch als Label für Bands fungiert. Die ganzen weiteren Details, bevor es das wirklich hier die Zeit sprengt, die ganzen weiteren Details werde ich jetzt mal stichpunktartig zusammenfassen. Ja, es wird abgehangen in der eigenen Gruft. Der Scorpions-Poser, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, den guten Warg, ja, der Scorpions-Poser hat seinen Patch weggeschmissen, um an Hieronymus zu lutschen, ja, um ihm besser zu gefallen, ja. Und da meine nächste Ansage, ja, du hast True Metal, ob jetzt welche Richtung auch immer, nicht verstanden. Du hast den Sinn
des True-Metal-Lebens nicht verstanden. Da heißt es nämlich, du bist nur dann true, wenn du zu deinen Idolen und Vorbildern stehst und du hast dich auf deinen Arsch gesetzt und dir einen fucking Scorpions-Patch auf deine fucking Kutte genäht, weil du die Band gut findest. Und da stehst du dann auch zu. Ganz egal, ob irgendjemand kommt und sagt, du bist ein Scorpions-Patch, du Poser. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Be true to your fucking self. Ja? Nur mit seinen echten Wurzeln steht man wie ein Baum. Kommt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen bekannt vor, aber gut, so, ja. Das ist damit nämlich gemeint. Genau das ist damit gemeint. So, also. Poserle entpuppt sich nun also als neuer Band-Buddy, also Freund der Band, ja, also Varg, der sein Projekt Birdsome präsentiert und so eine Demokassette weiterreicht an Euronymous. Ja, dann haben wir hier einen Filmregelbruch, ja, einen klassischen Filmregelbruch, also das ist jetzt, richtet sich dann jetzt an die Filmkenner. Welche Regel gibt es? Eine der ersten Regeln beim Filmemachen, zeige in deinem Film niemals Szenen aus einem besseren Film, die dafür sorgen könnten, dass der Zuschauer deines Filmes sich denkt, eigentlich könnte ich jetzt diesen Film gucken, den die da jetzt gerade gucken. Da wäre ich jetzt besser unterhalten als hier. Ja? Denn der Film zeigt hier Szenen aus Braindead. So. Jo, Euronymous produziert dann Birdsome-Zeugs, nachdem er da reingehört hat. Dann wird sogar Death Metal gebasht, ja, die Death Metal-Poser und so, ne? Und das macht umso klarer, dieses ganze True-Gehabe ist blanker Erfolgsneid, kann man nicht anders sagen, ja. So wirkt es jedenfalls hier. Regelbruch 2 gibt es dann auch noch, Evil Dead wird gezeigt, ne? Und da, an der Stelle dachte ich mir dann schon, soll das heißen, dass die immer wieder zeigen, dass sie da sitzen und Horrorfilme gucken? Soll das unterstreichen? Weil wir erfahren ja nichts über die Motivation der Charaktere. Wir erfahren ja nichts darüber, warum die sind, wie sie sind. Aber man zeigt, wie die da sitzen und Splatter-Horrorfilme gucken. Soll der Film jetzt also sagen, ja, wenn die Jugendlichen immer Horrorfilme gucken, dann werden sie depressiv und selbstzerstörerisch und gründen furchtbare Black-Metal-Bands und machen weitere ganz furchtbare Dinge, wie dieser Film ja noch weiterhin zeigt im weiteren Verlauf. Soll mir das der Film erzählen, ja? Okay, geil, genau der richtige Film für die Szene, sehr respektvoll, finde ich großartig. Gut, also Poserle Varg wird immer dominanter und naja, irgendwie auch immer arschiger und fackelt dann aus Werbegründen für Birdsome eine Kirche ab, weil das ist lustig und anti-cool. So, das wird dann zu Birdsomes Werbekonzept, Kirchen abfackeln, um Musik zu promoten und somit besser zu sein als Mayhem oder so. Ja, polizeiliche Ermittlungen scheinen es nicht zu geben in Norwegen, zumindest wird davon nichts gezeigt bis hierhin. Jetzt kommen wir zum Spoiler. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, willkommen. Viel Spaß noch mit dem Video. Ich mache halt immer so, wenn ich über Filme quatsche. Und es kommt zum Spoiler, zu den elementareren Sachen, sag ich mal, ja. Dann setze ich mir als Warnung diese hässliche Kappe auf meine noch viel hässlichere Rübe. Solange ich das Ding trage, wird gespoilert. Die können ja so lange weiter skippen, Ton ausmachen, pinkeln gehen. Keine Ahnung. So, Kirchen anzünden. Nein, macht ihr bitte nicht. So, gut. Okay, es geht los. Euronymous und Varg werden mehr und mehr zu Feinden. Um seinen Erfolg zu bremsen, nimmt Euronymous Varg als Bassisten bei Mayhem auf. Nun wird eine Kirche in Teamarbeit abgefackelt. Dabei wird Mainstream gesungen, denn Am I Evil ist von Diamond Head, liebe Freunde. Oder / den noch viel erfolgreicheren Metallica. Aber das ist ja... Man muss ja die Scorpions und Van Halen bashen. Aber na gut. Mayhem-Drummer Faust ersticht einen Homosexuellen des Nachts. Dafür feiern ihn seine Bandmembers am Tag danach als Helden. Die Party... Naja, was ist die Party wohl? Kirchenverbrennung, genau. Endlich wird mal gezeigt, wie Medien und Polizei reagieren und aktiv werden. Allerdings nur in einem Fernsehbericht, der irgendwo so nebenan so... Ne? Mach mal lauter da. Und dann läuft das halt im Fernsehen so, ne? Poserle Varg will die Band aufs nächste Level bringen und geht mit allen Taten an die Öffentlichkeit. Er nennt die Schuldigen den Schwarzen Zirkel. Schwupps, Poserle wird festgenommen und kriegt die Hauptschuld für alle Taten inklusive des Mordes.
Aus Mangel an Beweisen kommt er frei und trifft Euronymous, der inzwischen auch mit der Presse sprach, um sich ebenfalls damit zu schmücken. Und die ganzen Sachen wiederum für sich, wenn man so will. Ich war das, ich bin hier der Held, ich bin hier der große. Dieses gegenseitige sich angebitsche erinnert mich schon fast an die Popsternchen-Püppchen-Szene, wie die sich gegenseitig auch immer anzicken da, aber gut. Varg will nun aus Mayhem aussteigen und sein eigenes Label gründen. Euronymous gesteht, dass sein ganzes Gehabe von wegen wahrer norwegischer Black Metal und das Ablehnen allen Mainstreams nur eine Marketingstrategie war. Da muss ich schmunzeln. In der Szene muss ich wirklich schmunzeln, ja. Weil, das glaube ich wirklich. Das glaube ich wirklich, ja. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen Peniskompensation oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich aber gut. Jedem das seine. So. Varg hingegen glaubte immer daran, an diese Ideale. Also wirklich, ja. Und tut dies auch weiterhin. Also Varg bleibt da Traditionalist. So. Als Euronymous auch noch zugibt, dass die Schädelsplitter von Dads Kopf nur aus Hühnerknochen bestehen, da geht Varg entrüstet weg und ist angepisst. Keine Menschenschädel, sowas geht sogar gar nicht. Ne? Ich meine, klar, wenn das nur alles nur von ihm geplantes Marketing war, erstmal ist Euronymous dann ein gewiefter Geschäftsmann, wo ich mich dann wiederum frage, woher kommt in einem jungen Mann so ein ausgeklügeltes Geschäftskonstrukt daher? Wo hat er denn sowas gelernt, wie man da sowas plant und sowas alles? Wird ja auch nicht darauf Bezug genommen. Aber naja gut. Aus Wut berichtet Euronymous seinen Bandmembers, dass er Varg am liebsten zu Tode foltern und daraus einen Snufffilm machen will. So, also im Affekt sagt er das so. Ah, am liebsten würde ich ihn platt machen und dann zu Tode foltern und einen Snufffilm daraus machen. Sagt er aber nur so im Rausch vor sich her, wenn man so will. Kriegt aber seine Bandmembers damit. Dann beruhigt er sich und schreibt einen Brief an Varg, in dem er ihm die Rechte an Birdsome zurücküberschreibt und so Frieden schließen will. Auf diese Weise. Varg erfährt von Euronymous Aussage übers, ja, hier zu Tode foltert und so, und erhält auch den Brief. Dann nimmt er ein Messer und bricht auf. Bei Euronymous angekommen, sticht er ihn brutal nieder. Eine lange und intensive Sequenz. Ja. Mit Kakaopause, ne? So zwischendurch trinkt er mal einen kleinen, macht er sich einen kleinen Kakao, ne? Und dann mordet er weiter. So, und danach werden Mayhem inklusive Varg festgenommen, wobei eigentlich nur hier, wie hieß er noch? Hier der Schwulenmörder, ne? Und ja, und eben Varg. Ja, und dass Varg 21 Jahre bekam, von denen er 15 absaß, um dann wieder tolle Musik zu machen und davon auch einige Musik im Knast gemacht hat, das wird unterschlagen. Es gibt nicht mal eine Texttafel. Weil die Macher dieses Films geben halt einen Fick, ja. Gutes Biopic, nicht. Aber naja, gut, so. Spoilerende. Fazit. Ziemlich wenig Info für ein ernstzunehmendes Biopic. Warum waren die Bandmitglieder so? Was löste die Depression von Dead aus? Was machte Varg zu dem Monster, das er am Ende ist? Wir erfahren null über die Motivationen oder Hintergründe der Figuren. Die sind da, sie sind vom Leben enttäuscht und hasserfüllt oder depressiv und sie sind deswegen ja so böse. Den Mammutteil nimmt dann das fröhliche Kirchenverbrennen oder sich gegenseitig anpissen ein. Zugegeben, die härteren Sequenzen sind passabel umgesetzt. Tricktechnisch kann man hier nicht meckern. Das Schauspiel ist gelungen und der Soundtrack dankenswerterweise nicht ausschließlich aus Black Metal besteht. Es wird auch Except Fast as a Shark gehört und solche anderen Klassiker gibt es da, ja. Ist das nicht viel zu Mainstream für Black Metal, aber na gut. Handwerklich ist das Ganze, wie gesagt, auch okay. Was Splatter und Gore angeht, das ist schon klar, dass der Film ab 18 ist, keine Frage, ja. Aber gut. Aber der Inhalt vermittelte mir nur drei Dinge. Metal ist böse. Ja? Wenn du einen Sänger einstellen willst, lehne ihn ab, wenn er tote Ratten schickt. Ja? Und dass ich mich nun umso weniger mit der Black-Metal-Szene identifizieren kann. Also dieser Film ist nicht dafür zudinglich, Mayhem irgendwie in ein... Ich will jetzt nicht sagen, positives Licht zu rücken, weil die Scheiße, die passiert ist, ist ja passiert. Ne? Aber man kann das Ganze ja auch kritisch beäugen und zumindest zeigen, was die Gründe für diese schlimmen Taten sind.
Der Film trägt nicht dazu bei, Mayhem zu verstehen. So. So kann man das vielleicht sagen. Jedenfalls ging mir das so. Ich habe mit dieser Band nie Berührung gehabt, habe mich damit nie weiter auseinandergesetzt, außer als ich dann im Radio natürlich da mit in Berührung kam und dann beliest man sich ja schon mal hier und da ein bisschen, ne? Und jetzt eben durch diesen Film, ich habe mich auch nach dem Film noch ein bisschen belesen online, weil ich da einiges wissen wollte, wie echt ist das Ganze dann, und dann fiel mir noch einiges auf, aber da komme ich gleich noch kurz zu. So, also die Black Metal-Szene. Diese steht nach diesem Film nämlich alles andere als gut da. Aber das ist ja gut, weil es ist eben schlecht. Also passt, weil es ist dann ja anti-gut. Also das ist, wollen die ja. Naja, egal. Der Film basiert zudem, und das ist jetzt der Knackpunkt, auf einem Buch, das der Band schon nicht gefallen hat. Es gibt da irgendwie einen Roman, der heißt eben auch Lords of Chaos. Und da gab es damals schon seitens der Bandmembers persönlich kritische Äußerungen, dass da vieles inakkurat sei und so weiter. Und ausgerechnet auf diesem Buch basiert jetzt dieser Film, statt jetzt wirklich die Fakten zu nehmen, die es gibt, und zu präsentieren und die Hintergründe auch zu zeigen, verfilmt man ein Buch, das von den Bandmembers selbst als inakkurat bezeichnet wurde. Ja, das ist eine gute Idee. Aber gut, also waren sie wohl auch nicht von dem Film dazu allzu angetan. Und ich auch nicht. Und es gibt auch ein Video, was ich auf YouTube gefunden habe, wo die verbliebenen Mayhem-Members im Interview sitzen und da sich dazu äußern. Und vor allem der gute Jornimus ist, wie sage ich das, not amused. So, dann kommen wir zum nächsten Film. Also, Lords of Chaos war jetzt nicht mein Ding. Vom filmischen Aspekt her auch nicht. Ja. Ich kann, wenn ich jetzt positive Pluspunkte an dem Film äußern soll, er ist gut gespielt, er ist großteils ordentlich besetzt. Ich fand, Varg sah mir zu harmlos aus. Wenn man das mit den Originalbildern vergleicht, da wirkt er aggressiver optisch. Da hätte man jemanden anders nehmen sollen. Der sieht mir ein bisschen zu milchgesichtig aus, ganz ehrlich. Im Vergleich mit dem Original, wo gemerkt. Ja, also ich habe mir ja Fotos daraufhin angeguckt und alles. Ja, aber darstellerisch war das auch okay, wobei ich ja nicht weiß, ich habe ja den nie kennengelernt, logischerweise, und ob er sich auch wirklich so verhalten hat wie in dem Film, das wissen wahrscheinlich auch nur die Bandmembers selbst, ist ja auch gleich. So, gut, nächster Film. Ihr werdet mich jetzt so hassen, aber es wird nicht wesentlich besser. Wir kommen nämlich jetzt zu Bohemian Rhapsody. Ja, der Film war gut und er hat mich auch gut unterhalten. Ja. Aber, Alter, erstmal ist das eher eine 2-Stunden-Beweihräucherung von Queen. Ja. Also Queen-Porn. Komplett unkritisch, ja. Und dann hat man so viel dazu gedichtet und verdreht, dass du dir wirklich an die Birne packst. Zugunsten der Dramaturgie oder was auch immer, ja. Wo man sich dann fragt, wenn man ein Biopic macht, wenn man also eine wahre Geschichte verfilmt, ja, muss man dann so viel spielerischen Freiraum einbauen und so viel Faktenverdrehung betreiben und dann auch noch, vor allem auch noch so viel weglassen, aber da komme ich dann im Einzelnen zu. So, also, Bohemian Rhapsody, und hier haben wir das komplette Gegenteil von Lords of Chaos, denn dieser Film ist eben nicht Depri und verstörend und Psycho und ohne irgendwie, ja, richtige Struktur, sage ich jetzt mal, sondern der ist motivierend, inspirierend, angenehm, schnell erzählt, unterhaltsam und mit einem der besten Soundtracks ever natürlich, nämlich von Queen, klar. Denn immerhin basiert der Streifen ja auf dieser Classic-Rock-Legende. Freddie Mercury wurde zwar, das ist mein nächstes Problem mit diesem Film, ist der Schauspieler, der Freddie Mercury spielt, der wurde zwar mit einem ziemlich hässlichen Vogel besetzt, wodurch Freddie aussieht, als habe man ihn ausgesaugt, seine Augen aufgeblasen und seinen Überbiss nochmals vergrößert. Aber darstellerisch gibt Rami Malek, so heißt der Gute wohl, den selbstbewussten Paradiesvogel mit einer der außergewöhnlichsten Stimmen des Rock, bravurös. Darstellerisch kann man da nichts meckern, ja. Aber die komplette erste Filmhälfte kam ich optisch mit dem. Ja, der sieht aus wie eine Mischung aus Gollum und Mick Jagger, aber nicht wie fucking Freddie Mercury. So hässlich war Freddie nur auch nicht, Leute. Aber naja, gut. Sorry, aber ist meine Meinung, ja. Aber er spielt ihn gut. Er gibt ihn so wieder, wie er auch war. Wie er sich auch verhalten hat, großteils. Jedenfalls das, was ich so weiß, natürlich, ne. Ich habe da jetzt ja auch nicht von morgens bis abends Queen verfolgt. Ist ja nicht meine absolute ultimative Lieblingsband oder was. Ich finde die nur ganz cool. So. Gut.
Naja, als die Haare auf dem Kopf weniger und auf der Oberlippe mehr werden, passt auch die Optik etwas besser. Ab da, wo er kurze Haare und dann Schnauze hat, ja, da passt das dann auch. Da komme ich dann. Und man hat sich auch irgendwann an seine Fresse gewöhnt, so ein bisschen, aber gut. So folgen wir in flottem Erzähltempo seinem Weg von 1970 als Sänger einer Barband, die er dann in Queen umbenennt, übers erste Album bis hin zu weiteren Erfolgen. Da haben wir schon den ersten Haken, denn es gab nicht nur diese eine Band, in die er einstieg und fertig, es ist jetzt Queen, sondern er hat da wohl in mehreren Bands hier und da seine Erfahrungen gesammelt. Bis es dann, und die hießen, glaube ich, auch anders. Ich weiß es alles. Das ist so nitpicky bin ich nun auch nicht, dass ich da jetzt da. Das ist schon okay so, da komme ich schon drauf klar. Aber die größeren Probleme kommen es noch. Gitarristenlegende Brian May ist auch passabel besetzt. Schon bald ist eine Ehefrau gefunden und die ersten Charterfolge stellen sich ein. Nach der positiven ersten halben Stunde allerdings stellen sich erste dramatischere Elemente ein. Freddie beginnt nämlich seine bisexuellen Neigungen für sich zu entdecken. So, und alles weitere ist dann jetzt schon Spoiler, ja. Plopp, los geht's. Jetzt kommen wir zu dem Punkt an dem Film, den ich zugleich am besten fand, weil ich ihn sehr unterhaltsam fand, ja. Und zugleich am meisten No-Go, weil die ganze Szene, die ich jetzt beschreiben werde, ist eine einzige Lüge. Die hat es nie stattgefunden, diese Szene. Man hat sie sich ausgedacht und dazu gedichtet, um einen Schauspieler in diesen Film einzuführen. Also die Episode, die ich meine, diese Szene, diese Sequenz, ja, dreht sich darum, also da geht es darum, dass der Produzent Ray Foster, der schwört, der Song Bohemian Rhapsody sei Mist und würde nie ein Hit zum Headbang im Auto werden. Stattdessen sollen sie doch aus dem Album den Song I'm in Love with My Car nehmen. Da kann man im Auto Headbang. Zu Bohemian Rhapsody kann man das nicht, ja. Und warum ist das lustig? Naja, weil Foster von Mike Myers aus Wayne's World gespielt wird, ja. Dieser ganze Charakter, Ray Foster, ist aber fiktiv und nur angelehnt an einen Produzenten, dem der Song Bohemian Rhapsody einfach zu lang fürs Radio war. Fertig. Aber dieses, dass er Queen ablehnt und Queen sagen dann zu ihm, du wirst als der Produzent in die Geschichte eingehen, der Queen abgelehnt hat. Ja, das hat nicht stattgefunden. Das ist gelogen. Aber man kann auf diese Weise ja Michael Myers einbauen und Wayne's World Referenzen in den Film pushen. So, und das hat nichts zu tun mit einem fucking Biopic. Ganz einfach. Ja. Also im Grunde genommen, ganz ehrlich gesagt, so gut dieser Film eigentlich auch ist, ja, aber es ist nicht eine Verfilmung von Queen, ganz einfach, weil es ist zu viel zugedichtet und verändert vor allem, das kommt nachher noch, aber gut. So, als Freddy seiner Frau seine Bi-Neigungen gesteht, zerbricht seine Ehe, die Freundschaft zu seiner Frau blieb aber bis zu seinem Tod bestehen. Nach verschiedenen Reibereien innerhalb der Band und mit dem Management wird Freddy von der Presse auf seine Sexualität angesprochen. Es entsteht das I Want to Break Free Video als, ja, praktisch Antwort, wo sie dann Frauenkleidern halt eben rumhampeln, ne? Im Übrigen hat Freddie Mercury niemals offiziell bestätigt, dass er homosexuell oder bisexuell ist, soweit ich das weiß, aber gut. Dann beginnt, kann auch sein, dass ich mich da irre, straft mich Lügen, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen, ich bin absolut nicht der Hardcore-Queen-Fakten-Crack, aber einige Sachen weiß ich dann schon und die sind mir hier auch aufgefallen. So, okay. Dann beginnt Freddie separat eine Solo-Karriere, ohne es mit der Band abzusprechen. Zudem beginnt eine Beziehung mit seinem Manager, den er später aber feuert und von dem er sich trennt, als er merkt, dass einiges schief läuft. Der macht dann irgendwie Sachen über seinen Kopf hinweg, das gefällt ihm halt nicht. So. Es wirkt im Film, als würde Queen sich zeitweise auflösen durch Freddys Solo-Karriere und beim großen Live-Aid-Gig am Ende des Filmes wieder eine Reunion machen. Also sich wieder vereinen, wenn man so will. Und das ist der Hauptfakt, der hier nicht der Wahrheit entspricht. Queen haben sich nie getrennt, auch nicht vorübergehend, nicht kurz. Die waren immer aktiv, soweit ich das weiß. Ja, es hätte damals, ich habe damals gerade Rockmusik und Metalmusik gehört, als die Innuendo draußen war und auch schon die ganzen Jahre davor, ja, also auch schon in den 80ern, wie gesagt, seit ich 8 war. Und mein Vater hat ja schon Queen gehört und der hätte das in den Nachrichten auch gesehen und alles, hätte sich darüber auch wahrscheinlich aufgeregt, das hätte ich auch mitbekommen dann. Also da war, also na gut, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Tatsache entspricht. Aber warum macht man das jetzt so? Warum ist Queen kurz getrennt? Ja, jetzt sind sie wieder zusammen beim Live Aid. Das ist dann dramatischer. Ach, sie sind wieder zusammen. Jetzt spielen sie halt. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, der noch
krasser ist, finde ich. Denn Freddie Mercury erfährt kurz vor dem Live Aid Konzert von seiner HIV-Erkrankung und erzählt dann seiner Band vor diesem Konzert davon. Ja? Und auch das ist falsch. Freddie Mercury erfuhr erst nach Live Aid, soweit ich das weiß, von seiner AIDS-Erkrankung. Oder zumindest hat er es erst nach Live Aid seiner Band erzählt. Aber es ist ja dramatischer, wenn das jetzt hier so ist, dass er jetzt, ach ja, der ist so todkrank, aber er steht jetzt da auf der Bühne und rockt und gibt nochmal so richtig alles. Das ist ja viel berührender dann. Und das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Es wäre noch ein viel krasserer emotionaler Moment, wenn hier auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, auf diesem Live-Aid-Konzert, dann richtig abgehen und alles ist gut, alles ist positiv, dann ist das vorbei und dann kommt plötzlich diese Nachricht. Und dann reißt sich das runter ins dunkle Loch. Und dann am besten noch zeigen, wie es weitergeht und gnadenlos die Folgen dessen zeigen. Freddys Tod, seine Beerdigung und wie die Bandmember darauf, seine Freunde darauf reagieren, wie seine Familie darauf reagiert. Ja? Das wäre Chance gewesen für eine richtig große emotionale Hollywood-Momente in diesem Film. Wird nicht gezeigt. Der Film endet bei Live Aid. Und dieser Live Aid-Auftritt, okay, die haben da wohl original das komplette Bühnenset 1:1 detailgetreu mit großer Detailverliebtheit nachgebildet und er hat halt eben auch von den Bewegungen her, von der Choreografie haben sie es halt auch genau nachgestellt und alles, ne? Ja, wie ich eingangs sagte, es ist halt Queen-Fan-Porn, dieses Ganze. Es ist das großartige Finale, das musikvideoartig inszeniert dann da abgefeiert wird vor Milliarden von Menschen oder sind ja nicht so viele, waren das Milliarden? Nee, ist ja Blödsinn. Weiß ich, wie viele da waren. Viele Menschen halt. Stadion voll. So. Gut. So, das habe ich hier natürlich auch hingeschrieben. Der Film endet jedenfalls mit dem großen Live-Aid-Auftritt. Zu guten Zwecken war das Ganze ja und gipfelt somit in einem emotionalen Feelgood-Finale. Freddys Schicksal allerdings wird etwas unterdrückt, mit einer schlichten Texteinblendung abgefertigt. Ja, wird halt nur eingeblendet, dass er an Lungenentzündung starb und fertig. Ja. Also weiß ich nicht. Da hätte ich mir mehr Drama gewünscht. Tut mir leid. Es ist ein Biopic, das ist nun mal eben die Geschichte von ihm ist traurig zu Ende gegangen. Das gehört dazu, finde ich. Das sind so meine Kritikpunkte an diesem Film. Ansonsten ist das Ding echt super gewesen, aber so. So. Wer meine Meinung zu Queen im Allgemeinen mal hören will, kann ich ja mal kurz einfügen hier. 50-50. Was Freddie Mercurys Stimme angeht, 100%. Also ich, alles, was er singt, finde ich großartig. Seine Stimme ist einfach einzigartig. Ja? Es gibt auch eine Szene hier, ich weiß nicht, ob das den Fakten entspricht, aber er sagt da einmal zu einem, er hat irgendwie 4 Schneidezähne mehr als andere Menschen. Deswegen hat er auch diesen Überbiss. Das gibt seinem Oberkiefer mehr Raum. Deswegen hat er diese ausdrucksstarke Stimme beim Gesang halt. Weiß nicht, ob das faktisch belegt ist, aber klingt plausibel. Ne? Aber musikalisch sind mir Queen 50% zu poppig. Diese nicht rockigen Sachen. Ja? Another One Bites the Dust. Kind of Magic. Der war, glaube ich, von Freddy, oder? Von Solo. Ich weiß gar nicht genau. Ich kriege das immer durcheinander, die Solo-Sachen von ihm. Die Solo-Sachen, glaube ich, generell von ihm sind sehr poppig. Aber jetzt bei Queen auch Radio Gaga ist zwar ein catchy Ohrwurm, gebe ich zu, aber eigentlich ist es ein Popsong. Weiß ich nicht. Das kann man hören, wenn es im Radio läuft, lass ich es laufen und sage so, jo, mach weg. Aber es ist so, läuft dann halt so nebenbei, genau wie andere Popgrößen, die ich laufen lasse und akzeptiere, wie meinetwegen Genesis oder sowas. Ne? Ah, gut. Ich bin dann eher bei solchen Songs dabei wie Hammer to Fall, I Want It All, Princess of Universe, der hier komplett unterschlagen wird, der Highlander Soundtrack. Flash Gordon wird hier komplett unterschlagen, wie es dazu kam, hätte mich auch mal interessiert. Und sowas alles. Das sind so die Sachen, die ich dann eher mag. Aber naja, gut, so, ich bin dann da vielleicht, hab mir da ein paar Details erhofft, die in dem Film auch irgendwie einfach fehlten. Ja, und auch Songs erhofft, die in dem Film einfach irgendwie fehlten. Große Songs von Queen, die ich eigentlich mir gewünscht hätte in diesem Film, die einfach gar nicht kommen. Naja, okay, gut. So, tja, also Fazit. Tja, der hochgelobte Streifen war am Ende zwar durch die Bank unterhaltsam und ein Must-See für Queen-Fans ist das Ding auf jeden Fall. Mehr allerdings auch nicht. Mir fehlten die zwischenmenschlichen... Ach ja, das kommt auch noch dazu. Mir fehlten die zwischenmenschlichen Ereignisse zwischen den Bandmembers, denn diese beschränken sich auf Rumgezicke beim Proben und Besuche bei Managern und Produzenten. Du siehst nie, wie die sich mal privat treffen und zusammen irgendwie privat was machen oder so.
Was ich damit meine, da komme ich gleich beim nächsten Film noch zu. Da passiert das, was mir hier gefehlt hat. Denn es muss doch auch ein Miteinander jenseits des musikalischen Schaffens gegeben haben, oder? Das hätte mich auch mal interessiert. Aber gut. Vor allem zeigt das doch auch ein bisschen mehr dann, wie ist die Person jenseits des Musikbusiness seinen Kollegen gegenüber. Seinen Bandmembers gegenüber. Ja? Vielleicht ist das ein Arsch, seinen Bandmembers gegenüber privat. Und nur freundlich zu denen, wenn die zusammen proben und vor irgendwelche Managern sitzen oder so. Weiß ich jetzt nicht. Kommt jetzt hier jedenfalls nicht so rüber. Es mag sein, dass es hier Szenen gab, die sind aber dann so gering gewesen, ich erinnere mich nicht. Das ist, gefühlt gab es da nichts. So sage ich das jetzt mal. So. Aber man wollte halt lieber. Habe ich eine Zeile übersprungen hier. Das komplette Weglassen des tragischen Endes Freddie Mercurys war meines Erachtens auch ein Fehler, denn gerade hier bot die Geschichte die Möglichkeit zu ganz großen emotionalen Hollywood-Momenten. Aber man wollte lieber ein Feel-Good-Movie, was ja auch okay ist. Ich meine, sonst müsste ich jetzt auch mich beschweren über Dragon, eine Bruce Lee-Story, oder die Bruce Lee-Story mit Brandon Lee, nicht Brandon Lee, Alter, Jason Scott Lee als Bruce Lee. Da zeigen sie, glaube ich, seinen Tod auch nicht. Der endet, glaube ich, auch irgendwie einfach so und dann ist gut. Das ist eigentlich auch nicht gut, finde ich. Das ist auch nicht komplett irgendwie. Aber man wollte, die vielen Verdrehungen der Tatsachen hingegen stießen mir am sauersten auf. Kann man aber nun mal nicht ändern. Die Frage ist, wie hoch ist der Wiederansehwert des Filmes? Ja, jetzt nachdem ich den gesehen habe, würde ich mir den, wenn ich jetzt besitzen würde, irgendwann wieder angucken? Ich glaube nicht. Ich habe den jetzt gesehen, die Eindrücke sind im Kopf und es ist so, als würdest du ein Musikvideo sehen und jetzt kennen. Wie oft guckst du dir das Musikvideo dann an? Also ich persönlich, für mich haben reine Musikvideos, haben für mich eigentlich keinen großen Wiederansehwert. Das heißt, ich will den Song einfach nochmal hören, habe keinen Bock, die Anlage anzumachen. Wegen der Musik, ja. Naja, okay. Gefallen hat mir der Film aber absolut, so ist es nicht. Also ich, filmisch kann ich mich da nicht beschweren. Also die Cinematografie, die Schauspielerleistung und auch sonst alles war nicht so weit handwerklich, sag ich mal, weil der Film konnte man da nicht meckern. So, jetzt kommen wir zum dritten im Bunde und zum letzten zum Thema Musik und dann kommt Standard Stanwatch. Aber ich habe ja hier, ich habe mir vorgenommen, dass ich immer so ein kleines Thema mache oder wenn ich kein Thema habe, wo mehrere Filme reinpassen, dann benenne ich jetzt einfach nach dem besten Film Stanwatch, den ich gesehen habe in letzter Zeit, irgendwie thematisch. Vom Namen des Videos jetzt her, meine ich jetzt. So, also, und jetzt geht es halt eben noch ein drittes Mal um Musik und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich hier wieder quatsche, aber egal. The Dirt. The Dirt ist ebenfalls ein Biopic, ebenfalls über eine Rock-Metal-Band, in diesem Fall Motley Crue. Als dieser Film announced wurde, als es den ersten Trailer gab, da habe ich echt gestaunt, weil ich mich gefragt habe, von all den einflussreichen, wichtigen Hardrock- und Metal-Bands da draußen, warum verfilmt man Motley Crue? Jetzt weiß ich es. Ich höre die Band wirklich schon seit frühesten Kindheitstagen an. Ja, angefangen hat bei mir die Begeisterung für Metal, richtigen Metal, durch eine Kassette namens Time to Rock. Da war Motley Crue, glaube ich, nicht drauf. Müsste ich jetzt lügen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Was ich aber noch weiß, ist, dass die nächsten Kassetten, die ich bekommen habe, The Very Best of Metal Hammer und The Power of Metal Hammer waren. So Metal Hammer Kassetten Sampler. Und da war Motley Crue drauf, da habe ich zum ersten Mal gehört. Und seitdem fand ich die mega geil, die Band. Aber dann mehr davon ausgeliehen aus dem CD-Verleih und so. Im Verleih gab es aber nur die Dr. Feelgood damals. Und die habe ich mir auf Kassette überspielt und dann rauf und runter gehört. Und bis heute ist es auch meine Lieblings-Motley Crue. So. Aber so mit dem Hintergrund und so habe ich mich nie groß beschäftigt. Wenn ich mal was drüber gelesen habe, irgendwie interviewmäßig oder irgendwie berichtmäßig, in Metal Hammer, Rockhard oder so, in den einschlägigen Magazinen, kam aber immer rüber, dass Sänger Vince Neil ein arrogantes, frauenwegflankendes Arschloch sein soll. So kam es in den Zeitschriften damals rüber, so ist es zumindest in meiner Erinnerung noch. So, das ist das. Ja, dann dachte ich immer, gut, guckst du den Film an und informierst dich mal über mehr. So. Also der dritte Film im Bunde. Musik. Ein breit gefächerter Bereich. Jeder normale Mensch liebt irgendeine Form der Musik. Und die Genres können mannigfaltig ja nicht sein. 90% der vorhandenen Genres sollte man akzeptieren und respektieren können, denn irgendwo sprechen wir auch von einer Handwerkskunst, die ein gewisses Maß an Können und Kreativität erfordert. Ja? Du musst ein Instrument beherrschen. Alleine schon. Ja? Okay, 90%. Der Rest, der ist dann halt eben geldgeiles, am Computer runtergerotztes Gewimmer.
der wird ja nicht mehr gesungen, der wird nur gewimmert und dann hörst du nur so ein bisschen außer Retorte Geräusche. Und das nennt man Chartmusik. So, das ist für mich keine Musik, tut mir leid. Das kann ich auch nicht respektieren, das kann ich nicht respektieren als Musik, tut mir leid. Bei aller Liebe nicht. Da kann jeder im Grunde genommen ein bisschen geringsten Maß an Aufwand. Gut, nein, ich mache jetzt keine Anspielung auf einen YouTuber. Nicht schon wieder. Ah gut, also sogar der macht das ja. So, also, in diesem Film geht es um eine sehr ikonische und auch sehr, ein sehr ikonisches und auch sehr gehasstes Genre. Den Hair Metal oder auch Glam Sleaze Rock. Ja, die Jungs, die aussehen, von der Frisur her aussehen, wie ein geplatztes Huhn und von der Kleidung wie eine Litfaßsäule. Ja, in Spandex und so. So. Im Mittelpunkt eine der dort erfolgreichsten Truppen, Motley Crue. Warum ist nun ausgerechnet dieser Netflix-Film für mich der beste der drei? Weil ich die Band von den dreien am meisten persönlich bevorzuge? Mag sein, ist aber nicht so. Deswegen ist der Film hier nicht der beste von den dreien für mich. Es geht hier nämlich um den Film. Und dieser beginnt zugleich schlechter und besser als die anderen beiden. Wie meine ich das jetzt wieder? Zunächst werden die einzelnen Bandmembers als Freundschaftsgang auf einer Party vorgestellt. Und schon vor Minute 3 sieht man dann ein Mädel squirten. Und ich war echt versucht, na, sollst du das lieber abbrechen? Ist das vielleicht eher so ein American Pie Fäkalhumor-Bullshit, der da jetzt auf mich zukommt? Zum Glück bin ich dran geblieben. Ja? So. Dann allerdings springt der Film zurück in die Kindheit von Erzähler und Bandbassist Nikki Sixx. In die Kindheit. Ja, womit der Film jetzt schon mehr Charakterentwicklung bietet als Bohemian Rhapsody und Lords of Chaos, in denen wir nichts über die Entwicklung aus Kindertagen erfahren. Und dies obendrein noch, obwohl The Dirt der Film mit der kürzesten Laufzeit der drei Filme ist. Die anderen beiden sind 2 oder sogar über 2 Stunden lang und der hier hat fast normale Lauflänge. 100 Minuten oder irgendwas war das? Bisschen mehr als 100, weiß ich mehr genau. Auf jeden Fall war das der kürzeste der drei. Wie gesagt, auch bei Bohemian Rhapsody. Es gibt 2, 3 Szenen mit Freddys Familie. Über die Kindheit, über alles erfährt man auch nichts. Ja. Gut, vielleicht ist darüber auch nichts bekannt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber gut. Ja, also. Nikki Sixx, mit dem wir das Ganze ja, also die Kindheit wird dann gezeigt, ja. Seine Mutter wollte ihn nie und ist eine Alkoholikerin, die rumhurt. Also wehrt er sich gegen sie, indem er sich selbst verletzt und dies seiner Mutter unterschiebt. Danach haut er ab und lebt auf der Straße. Und als sein Vater ihn, den er die ganze Zeit sucht und mit dem er telefonieren will, zurückweist, ändert er seinen Namen in Nikki Sixx. Ursache, Wirkung, Konsequenz gleich Charakterentwicklung. War doch nicht so schwer, oder? Da muss so ein kleiner pissiger Netflix-Film daherkommen, um den Großen zu zeigen, wie man das richtig macht, oder was? Aber na gut. Er spielt dann in der Band London, aus der er bald wieder aussteigt. Dann trifft er den Drummer Tommy Lee und dieser erzählt nun auch von sich aus dem Off. Also die Erzählerperspektive, die Erzählerstimme wechselt plötzlich auf Tommy Lee und er erzählt dann von sich, wie er so drauf ist und so blablabla. Also die Charakterentwicklung wird von ihm dann übernommen, wenn man so will, auf den Charakter. Das fand ich auch ganz gut gelöst. Mit ihm gründet Nikki eine neue Band namens Sweet 19. Tommy Lee ist einfach ein entspannter Typ mit Freundin. Das ist so viel mehr Hintergrund. Das ist eigentlich der gechillteste von den allen hier, jedenfalls noch. Ihr Gitarrist ist leider nicht der Beste, also kommt Mick Mars dazu. Wieder wechselt der Erzähler, diesmal auf Mick, ja. Und er ist eben düster drauf und die Szenerie springt 10 Jahre zurück. Mick erfährt vom Arzt von einer schlimmen Knochenkrankheit in seiner Wirbelsäule. Er wird an ihr nicht sterben, aber es gibt ihm halt die Motivation, in seinem Leben was zu reißen. Wenn er schon so krank ist, dann will er wenigstens was auf die Beine gestellt kriegen. So. Nun fehlt nur noch ein Sänger. Tommy Lee erinnert sich an einen Schulfreund, der inzwischen in einer Coverband singt und ein Mädchenmagnet ist. Auftritt Vince Neil. Tommy gibt ihm ein Demo und bittet ihn einzusteigen. Was dann noch passiert. Als sie die Nummer... Moment. Einzusteigen da. Zur ersten Probe bringt Neil eine Tussi mit, die ständig am Song Livewire rumnörgelt. Als sie die Nummer dann einfach schneller spielen, da fehlen ihr dann die Worte. Selbst das Brainstorming über den Bandnamen enthält der Film einem nicht vor und Motley Crue sind geboren. Alles weitere ist dann jetzt mal eben Spoiler, ja?
fühlt sich noch, klingt noch so wie ein ganz normaler Film über eine Rockband, ne? Ja. Dachte ich auch erst, aber es kommt jetzt wirklich krasser. Was mir ja eben an dem Film auch so gut gefallen hat. Direkt beim ersten Gig gibt es eine Schlägerei mit ein paar Spinnern, die schon nach den ersten Tönen die Band beleidigen und anspucken. Ja, solche Spinner, wenn das die wirklich gibt, also mir sind noch keine begegnet. Die Band legt los, spielt die ersten drei Takte, ihr seid scheiße! Auf die Bühne spucken und Gegenstände schmeißen. Ja, solche Leute sind da, um zu provozieren. Die sind da, um Streit zu machen. Das ist der einzige Grund, warum die da sind. Die wollen sich jetzt fetzen. Und wie reagiert die Band drauf? Nö, die springen von der Bühne und einer hier, ich weiß gar nicht, wer das war. Ob das Nikki Sixx war oder ob das Mick Mars war. Kloppt ihn voll mit der Gitarre oder dem Bass, weiß ich nicht mehr. Voll, der Teil vor die Rübe und alles. Das fand ich richtig geil, weil, ja, tut mir leid, aber anders kannst du mit solchen Arschlöchern auch gar nicht verfahren. Ja. So, und das beeindruckt die Menge, oder die, ja, die Menge, so ein kleiner pissiger Klopp nur, ne. Aber das beeindruckt dann halt die anderen Zuschauer, sag ich jetzt mal. Und der Gig geht dann richtig ab. Nach weiteren Gigs wird ein Mitarbeiter von Elektra Records auf die Band aufmerksam und sie machen einen Record-Deal über 4 Scheiben, 5 Scheiben, weiß ich nicht mehr. So. Partys, Drogen, Sex, Schlägereien sind die Folge des Erfolgs. Jetzt durchbricht der Film gekonnt die Fourth Wall, was ja Deadpool gerne macht, ne? Dass er plötzlich mit dem Zuschauer, mit dir als Zuschauer spricht. Als Mick plötzlich zum Zuschauer sagt, dass einige Details nicht so wirklich passen und so wirklich nicht so wirklich passiert sind, das sind aber nur so kleine Details, ja, wir müssen ja irgendwie vorankommen, sagt er halt eben, ja. Und in diesem Fall sind es auch wirklich so unwichtige, der Manager von denen zum Beispiel, der hat noch einen Sidekick gehabt, den haben sie halt komplett aus dem Film rausgeschnitten, haben sie nicht in die Story mit eingebunden. Und Mick sagt halt auch, ja, das finde ich scheiße, aber wir müssen ja hier irgendwie vorankommen, so nach dem Motto. Und das fand ich dann auch ganz gut gelöst auf diese Weise, ja. Weil das sind jetzt nicht so eine elementar wichtigen Details wie bei Bohemian Rhapsody, wo einfach Fakten zeitlich umgelegt werden zugunsten der filmischen Dramaturgie. Sowas passiert hier nicht, ja. So, dieser Manager, der ist dann halt auch bald gefunden und der erste wirklich große Auftritt vor 18.000 Leuten steigt. Es folgt eine Tour mit Ozzy Osbourne und dies führt zu einer Sequenz an einem Pool, in der sich Ozzy eine Line Ameisen in die Nase zieht und seine eigene Pisse vom Boden leckt. Daraufhin will Nicky es ihm gleich tun, doch Ozzy ist schneller und nachdem Nicky gepinkelt hat, leckt er auch Nickys Pisse auf. Ja. Ein wichtiger musikhistorischer Moment wurde respektvoll eingefangen, finde ich. Nicht! Warum war das jetzt so wichtig für diesen Film? Ist das wirklich so passiert? Keine Ahnung. Und da haben wir dann wieder diesen Absturz, wie für am Anfang des Films, in diesen Fäkalmüll. Ja. Aber vielleicht sollte das einfach unterstreichen, ja, die sind halt Ozzy Osbourne begegnet und der war halt schon damals total durch, der Typ. Ja, aber gut, so. Es werden Hotelräume zerstört oder gar abgefackelt. Alles unter Einfluss von Drogen. Erfolg macht einen halb dumm, wie es aussieht. Sie taten all dies tatsächlich, aber nicht, weil man das nun mal so macht im Rock'n'Roll, sondern weil sie eben Motley Crue sind. Oder waren. Ja, ich meine, die sind ja noch. Ja. Eines Tages schleppt Tommy seine Verlobte an. Diese wurde aber bereits von Nicky weggeflankt. Zeigt ja, wie treu sie ist, ne? Denn da gehören ja auch immer zwei dazu. Wenn sie Tommy wirklich lieben würde, ich will dich unbedingt heiraten, ist sie da ja am Machen, ne? Dann würde sie ihn bestimmt nicht mit Nicky Sixx betrügen, oder? Es ist im Film, wird das jetzt zwar so, Nicky, die alte Sau, der hat jetzt da seine Frau gevögelt. Ja, sie hat doch mitgemacht. Das sind immer die meisten Leute, sehen diesen Aspekt manchmal gar nicht. Aber da muss man immer so ein bisschen mitdenken, finde ich. Und genauso stellt es sich dann auch weiterhin heraus, denn bei einem weiteren Streit später im Bandbus beleidigt die Verlobte von Tommy dann Tommys Mutter und er schlägt ihr ins Gesicht. Und das war's dann auch mit der Verlobung. Die alte ist dann auch aus dem Film raus, zum Glück. Hat erst Angst gehabt, oh Gott, hoffentlich ist das nicht irgendwie so eine, die das dauernd da abhängt und dann jetzt halt rumnervt, ey, aber die war dann weg. Vince' aktuelle Freundin ist inzwischen schwanger von ihm. Tommy lernt Schauspielerin Heather Locklear kennen und verliebt sich in sie. Bei einer betrunkenen Autofahrt von Vince am Steuer, also wo Vince am Steuer saß, mit seinem Freund Razzle, dem Drummer der Band Hanoi Rocks, auf dem Beifahrersitz, kommt es zu einem Frontalcrash, bei dem Razzle stirbt.
Die anderen Fahrer von dem, also die anderen Passagiere vom anderen Auto sind nur verletzt und Vince wird verhaftet wegen fahrlässiger Tötung und bekommt 30 Tage Haft, von denen er nur 19 Tage absitzen musste. Was in den Medien natürlich nicht gut aufgenommen wurde, dass jemand da gestorben ist wegen ihm und er kriegt da nur so eine, ja, kann man ja nicht anders sagen, leichte Strafe, ne? Aber es ist halt so passiert. So, trotz der Freundschaft zwischen den beiden unterstützte oder besuchte Nikki Sixx Vince aber nicht. Denn inzwischen ist er Heroinspritzen abhängig. Und deswegen, da ist ja irgendwie alles egal und so. Er hat das wahrscheinlich auch gar nicht richtig wahrgenommen, weil er ständig mega maximal zugedröhnt war. Gut, Vince hat inzwischen eine Tochter. Also Zeitsprung, mittlerweile ist das Kind geboren und Vince hat eine kleine Tochter. Tommy will Heather Locklear heiraten, betrügt sie aber dauernd mit irgendwelchen Groupies. Es wird gezeigt, wie zerstörend und aufreibend der Alltag als Rockstar ist, zwischen Drogen, Irrsinn und zerstörten Schlafrhythmus. Als der Manager der Band es für eine gute Idee hält, Nickys Alkoholikermutter vom Anfang zu einem Treffen einzuladen, ist Nicky stinksauer und feuert ihn. An Tommys Hochzeit mit Heather Locklear ist Nicky dann komplett zugedröhnt mit Heroin. Als Nicky dann beinahe an einer Überdosis später stirbt, wacht er endlich auf. Die gesamte Band geht also auf Entzug, um ein Jahr später dann ein neues Album aufzunehmen, Dr. Feelgood. Da würde mich jetzt interessieren, das hätte man vielleicht im Film auch sagen sollen, ob der Titel des Albums und auch dieser Song damit zusammenhängt, mit diesem Dr. Feelgood, dass sie in der Klinik waren und jetzt Entzug gemacht haben oder so, weiß ich nicht. Und sich jetzt besser fühlen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall erreichte das Album dann auch als erstes Motley Crue-Album Nummer 1 in den Charts, in Verkaufscharts wohl. Auf der folgenden großen Tour wird Vince nicht über die kommenden Auftrittstermine informiert, weshalb er seine Familie vernachlässigen muss, die ihn dann verlässt. Erstmal, wenn man so will. Das heißt also, die hat angepisst. Erstmal also irgendwie da. So, daraufhin steigt Vince, der eh immer zu unzuverlässiger bei Probeterminen wurde, aus der Band aus und wird durch John Corabi von The Scream ersetzt, mit dem ein Album entsteht. Und das habe ich nicht gewusst. Ich meine, ich wusste zwar, dass das Album heißt einfach nur Motley Crue und dass ein anderer Sänger da ist, aber ich wusste nicht, dass das John Corabi von The Scream ist. Denn The Scream kenne ich schon lange. Die haben nur ein Album, jedenfalls weiß ich nur von einem Album und das ist auch sehr geil. Aber dass der dann später bei Motley Crue gesungen hat, wusste das weiß ich jetzt erst durch diesen Film hier. Also das ist schon wieder lehrreich, aber gut. So, also wenn ihr melodischen Hardrock mögt, so ein bisschen sleazy Hardrock mögt, dann gebt euch das Album von The Scream. Die Scheibe heißt einfach nur The Scream. So, gut. Und übrigens, dieses Album Motley Crue ist ja damals ziemlich untergegangen. Das fand ich aber gar nicht mal so schlecht. Vor allem den Song lief auch damals auf dem Radio, Hooligans Holiday. Finde ich gar nicht so schlecht, wie die meisten ihn meistens machen. Aber gut. Vince erfährt indes, dass seine kleine Tochter Krebs hat. Und als sie stirbt, das kleine süße Mädchen stirbt dann, ja, da flossen dann sogar bei mir wieder mal die Tränen. Also das war so dramatisch inszeniert. Ja, tut mir leid, Lords of Chaos. Tut mir leid, Bohemian Rhapsody. Ihr habt das nicht bei mir ausgelöst. Ne? Aber es hätte ja passieren können. Bei Bohemian Rhapsody hätte es passieren können. Wenn sie gewisse Sachen gezeigt haben, die hier gezeigt werden. Ja, so. Tommy wird von Heather verlassen, als sie von seinen Allüren mit Pornostars und Groupies und so erfährt. Ja. Nicky bekommt die Rechte an den Songs von Motley Crue zurück, dafür sind sie aber auch ihren Labelvertrag los. Danach besucht er das Grab seines inzwischen verstorbenen Vaters, den er ja nie gefunden hat und der ihn am Telefon ja abgewiesen hat, und trifft auf diese Weise seinen Halbbruder. Er trommelt die Band wieder zusammen, Mick hat eine neue Hüfte, durch seine Krankheit wohl musste er das wohl haben, und sie holen auch Vince zurück in die Band. Auch eine sehr emotionale Szene, sitzen sie da irgendwie in so einem Café oder was und quatschen miteinander. Und Vince bricht dann wegen seiner toten Tochter nochmal in Tränen zusammen und Mick nimmt ihn in den Arm. Das war so, die Freundschaft kommt da richtig rüber. Da muss ich dann auch so ein bisschen schlucken. Seither ist die Band wieder zusammen. Ihr letzter Auftritt, da steht dann noch so ein Schriftzug da, war 2015. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Sind die nicht zwischendurch mal wieder aufgetreten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die ganzen Seitenprojekte und Soloarbeiten der Bandmembers sind Vince Neil Soloband zum Beispiel und sowas. 6AM gibt es ja mittlerweile auch. Das wird alles nicht erwähnt, ist aber auch egal. Es geht ja hier um Motley Crue und nicht um die Seitenprojekte. Wer weiß, ob nicht doch mal wieder ein neues Album folgt, denn der Filmsong The Dirt hat jedenfalls ordentlich Druck und Potenzial für ein Comeback, finde ich. Und ich glaube, auf dem Soundtrack befinden sich auch noch drei weitere neuere Crue-Songs. Aber die habe ich jetzt nicht intensiv genug gehört. Und wegen drei oder vier Songs kaufe ich mir jetzt auch das Album nicht. Es sei denn, ich finde die mal irgendwo günstig auf dem Grabbeltisch, dann kann man da mal zugreifen, ja.
Aber das wäre cool, wenn da mal wieder was käme. So, weil wie gesagt, mag die Band seit meiner Kindheit. Fazit: Der Film ist eine echte Achterbahnfahrt, denn der Zuschauer nimmt teil an einer heiter beginnenden Reise durch rauschende Partys und wilde Zerstörungsorgien, die dann in den Schlund der Hölle aus Drogen stürzt. Doch die vier Hauptfiguren kommen auch aus dieser Scheiße wieder raus, denn am Ende zeigt sich, wie sehr wahre Freundschaft Menschen vereint und ihnen trotz aller Rückschläge des Lebens wieder Kraft gibt. Bis zur Sichtung des Films hatte ich immer geglaubt, Vince Neil sei eine arrogante Witzfigur. Doch wenn man weiß, durch welche Scheiße er familiär ging, sieht man ihn mit etwas anderen Augen. Ja. Auch die anderen Figuren lassen einen durchaus nicht kalt. Und es wird viel Bezug auf die Freundschaft der Bandmitglieder genommen. Und echte Freunde fetzen sich eben dann auch mal gewaltig. Wild, spaßig, emotional, rockig, ein Film über die schillernden und die düsteren Seiten des Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Business. So. Dann komme ich jetzt zu den anderen Filmen, die ich noch so gesehen habe. Ich weiß gar nicht, das Video ist jetzt schon ziemlich lang, glaube ich, aber naja. Das dauert dann halt eben heute mal. Es wird wahrscheinlich erstmal längst in Videos, weil ich hier unheimlich viel geschrieben habe. Aber egal. Ich bin extra früh aufgestanden, damit ich es hier drehen kann. Und ihr könnt euch ja, ihr habt ja den Zeitmarker, ihr könnt dann ja über Wochen hinweg dieses Video gucken. Mir ja egal. Der nächste Film, den ich geschaut habe. Jetzt wird es übrigens auch wieder chronologisch, so ziemlich, ein bisschen chronologisch. Nicht hundertprozentig, aber so ziemlich vom Schlechtesten bis zum Besten. Uff. Spaghetti Man. Ich habe nur das Cover gesehen und dachte nur, what the fuck? Was ist das denn? Vor allem dachte ich erst, dass es Zeichentrick ist. Ich dachte erst, es ist irgendwie so ein Zeichentrickfilm, verrückter oder sowas. Und dann war es ein Realfilm, aber gut. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieser offenbar von Studenten heruntergekurbelte Film soll nun eine Parodie auf den Superheldenzirkus sein. Funktioniert aber für mich auf kaum einer Ebene. Es geht um den unsympathischen und vor allem ungepflegten Vollzeitloser und Schmarotzer Clark. Sein bester Kumpel Dale ist ebenfalls eher ein Versager, da er dauernd durch die Polizeiprüfung rasselt. Er möchte nämlich Polizist werden. Als Clark Spaghetti aus der Mikrowelle frisst, schläft er danach 4 Tage am Stück, ohne dies zu merken. Danach kann er Spaghettis pinkeln. Oh, und aus den Händen schießen. Also nicht wie Spider-Man, so ein Faden, der eine Spaghetti ist, sondern so ein Klumpen Spaghetti, so eine Handvoll Spaghetti, ja? Ob das gut getrickst ist? Pustekuchen. Der Darsteller wirft einfach mit einer Handvoll Nudeln um sich. Und nicht mal mit Tomatensoße. Das schmeckt doch gar nicht, ey. Aber gut, so. Und warum genau die Getroffenen davon umgehauen werden, als haben sie eben einen faustgroßen Stein an den Kopf bekommen, ja, das bleibt auch offen. Offenbar sind die Spaghettis aus Blei oder so, ich weiß es nicht. Also du siehst halt Szenen, wo da macht er, dann fliegt er irgendwie eine Handvoll Spaghetti durch die Luft, dann kriegt ein Typ die Spaghetti am Kopf und ist K.O. Oder sogar tot, ich weiß es nicht. Aber er steht nicht wieder auf, du siehst die Figur dann auch nicht normal. Tödliche Spaghetti oder was? Warum? Es wird ja, wenn jetzt gezeigt werden würde, dass sie irgendwie kleben bleiben und ein Dampf hochkommt, weil das ätzt jetzt irgendwie, sind irgendwie Säure-Spaghetti des Todes oder ja, okay, gut. Oder was weiß ich was. Wenn du eine Szene sehen würdest, wo er diese Spaghetti ausrotzt und dann einer versucht, die aufzuheben und oh, was ist das denn? Die sind ja total schwer. Irgendwie sowas. Dass du es weißt, okay, das sind besondere Spaghetti. Aber nimm mal eine Handvoll Spaghetti und wirf sie deinem Kumpel an die Rübe. Mal gucken, ob er quer durch den Raum fliegt, als hätte er gerade einen Stein von dir an den Kopf bekommen. Ich glaube nicht. Aber es ist ja hier alles lustig gemeint. Es wirkt aber nicht lustig, ist das Problem dabei. So. Mit einer Papiertüte auf der hässlichen Rübe bekämpft er nun das Verbrechen. Allerdings nur, wenn die Opfer auch bereit sind, dafür zu löhnen, dass sie gerettet werden. Also es gibt wirklich eine Szene, da wird eine Alte von einem Handtaschenräuber überfallen, ja? Oder irgendwie von einem Triebtäter, der sich vergewaltigen will, weiß ich nicht genau. Und er kommt dann dazu, halt! Und dann guckt der Typ ihn an und auch die Alte, helfen Sie mir, helfen Sie mir. Ich könnte Ihnen helfen, aber ich kann das hier auch einfach so laufen lassen, wie es ist. Wie viel Geld haben Sie denn dabei? Das macht diesen Helden sehr, sehr sympathisch, oder?
Also das ist ein Typ, der entdeckt Superkräfte, mit denen er das böse Verbrechen, das böse Verbrechen, ja, Verbrechen ist immer böse, das Verbrechen bekämpfen kann, würde sich dafür aber auch bezahlen lassen, gefälligst. Das ist einfach nur großartig. So, als er jemanden aus einer Drogenhöhle rettet, stellt sich zudem heraus, dass weder Kugeln noch Messer ihn wirklich verletzen. Denn er blutet nicht, da kommen immer nur Spaghetti raus. Und er hat auch keine Folgen irgendwie. So irgendwie jetzt irgendwie innere Verletzungen hätte oder Schmerzen oder er kann sich ganz normal hinterher weiter bewegen. So, kein Problem. Ja. Um noch mehr Geld zu machen, tut sich Spaghetti Man jetzt mit einem freien Reporter zusammen, der seine Einsätze filmen und an die Presse verkaufen soll. Damit kann man ja Geld machen. Die, kann man denn ja, die Rechte an diesen Videos kann man dann ja an die Presse verkaufen für einen hohen Preis. Ne? Nochmal ein bisschen mehr Geld machen. Ne? Also ein geldgeiler Penner, der zum Superhelden wird. So, unsympathisch noch dazu. So, gut. Spoilerzeit. Sein Kumpel Dale weiß als einziger von seiner Identität und von seinen Kräften und findet es falsch, dass er Geld für seine Aktion nimmt. Fände ich jetzt auch. Gut, ne? Er informiert einen Gangster, der schon einige Male Stress wegen Spaghetti Man hatte und will ihm helfen, ihn loszuwerden. Der Plan? Der Gangster tötet einen Jugendlichen auf der Straße und schiebt den Mord Spaghetti Man unter. So, dann kidnappen die Gangster die Frau des Reporters, die übrigens auch noch schwanger ist, der mit Spaghetti Man befreundet ist, also der Reporter halt, ne? Um ihn so anzulocken. Ein Trupp Schläger soll ihn nun ausschalten und es kommt zum Showdown, als Spaghetti Man in die Falle läuft. Spaghetti Man besiegt die Schläger des Gangsters mit Spaghetti Nunchakos und tritt dann gegen den Boss selbst an. Dieser ist ein Kampfsportler und es folgt ein tatsächlich recht nett choreografierter Fight. Wobei sich mir die Frage stellt, woher dieser kleine Loser Spaghetti Man plötzlich Martial Arts beherrscht. Aber na gut. Am Ende schlägt der Gangster unseren Helden aber die Spaghetti aus dem Leib, bis am Boden nur noch ein Haufen Nudeln in Klamotten liegt. Dale kommt dazu, denn er wollte zwar, dass Spaghetti Man besiegt und aufgehalten wird, aber er wollte ihn nicht tot sehen. Während die beiden streiten, reanimiert sich Spaghetti Man komplett mit besserer Papiertütenmaske, sieht ja ein bisschen besser aus. Vorher waren einfach nur zwei Löcher reingerissen auf Höhe der Augen. Jetzt sind da richtig so zwei, so, haha, ja, ausgeschnittene, ja. Und tötet den Gangster mit einer harten Spaghetti durch den Kopf. Also so, ja, ihr wisst, was ich meine. Dale flieht und Spaghetti Man folgt ihm aufs Dach des Gebäudes. Dort berichtet Dale ihm, dass dies sein Plan war, weil nun hat Spaghetti Man eine Gruppe Gangster ausgeschaltet und eine schwangere Frau vor dem Tod gerettet. Und alles gratis. Und wie reagiert Spaghetti Man darauf? Nein, stimmt ja, ich wurde gar nicht bezahlt. Ja, und dann endet der Film mehr oder weniger. Kommt noch ein bisschen Blabla. Nicht der Rede wert. So. So, eigentlich schade. Die absurde Geschichte um den kuriosen Anti-Superhelden hätte echt gut werden können, hätte man sich für einen handwerklich ordentlichen Inszenierungsstil entschieden. Denn der Film ist vom Schnitt und von der Kamera, von den Kamerawinkeln her und von der Kamerafahrt her schlecht. Schlecht. Ich sage jetzt einfach mal nur schlecht. Ja? Also nochmal. Hätte man sich für einen handwerklich ordentlichen Inszenierungsstil entschieden, brauchbare Darsteller eingestellt, die sind nämlich auch alle scheiße, gute Dialoge geschrieben, die sind nämlich auch alle scheiße, der soll ja so lustig sein, der Film ist aber zu keiner Sekunde ein einziger Lacher drin gewesen und ein kleines Budget für einige Effekte wäre auch noch dankenswert gewesen. Ja? So. Stattdessen sind die Figuren hölzern und unsympathisch, die Gags und Sprüche meist komplett unlustig und naja, Action mit Effekten sucht man komplett vergebens, was den Film total langweilig macht. Dabei ist Spaghetti Man selbst, wenn er seine Papiertüte trägt und so ein paar flachsige Sprüche raushaut, auch wenn die schlecht geschrieben sind, eine sympathische Idee. Wären die Sprüche gut, ja, also gut geschrieben und der Humor mit brauchbarer Situationskomik umgesetzt, ja, dann hätte das hier wesentlich besser funktioniert. Dann wäre es echt ein spaßiger Film gewesen. Ja. Einfach ein sympathischer Hauptmann, das kann ja ein Loser sein. Kann auch ein kleiner Schmarotzer sein, gerne, ja, der sich da bezahlen lassen will. Das kann ja so das Ding sein des Films oder das ist ja in Ordnung. So, wenn das denn so unbedingt sein soll, ja.
aber ein sympathischeren und nicht so ein ekelhaft ungepflegten Bastard, der komplett unsympathisch rüberkommt die ganze Zeit, jenseits seiner Maske, ja. Also ich weiß es nicht, tut mir leid. Aber für guten Humor braucht man Timing und das fehlt diesem Indie-Film komplett. Wer also eine brauchbare Parodie auf Superhelden haben will, der hält sich weiterhin an den für mich ungeschlagenen Super. Also was Parodien angeht jetzt, ne? Für einen Euro auf dem Grabbeltisch kann man Spaghetti Man der Idee und des Finales wegen durchaus mal mitnehmen, ja. Aber sonst mehr würde ich davon nicht ausgeben. Ein Euro im Euro-Shop kann man dann. Ach, guck mal, für einen Euro, ja komm, nimm mit, der war ja dann doch ganz weird. Kann man sich ja hinstellen. So, gut, nächster Film. Jetzt kommen wir zu einem Film, der hervorragend besetzt ist und sehr stark in der Kritik steht. Also ich habe da wirklich vernichtende Kritiken über diesen Film gelesen. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja? Und der Witz daran ist, ich habe diese Kritiken nach Sichtung des Filmes gelesen und mich gefragt, was ist los mit den Leuten da draußen? Weil ich den Film an sich wirklich gut finde. Nein, der Film ist kein Meisterwerk, aber es ist ein solider, guter Thriller, den ich auch nicht voraussehen konnte. Und wir reden hier über Nomis, Nighthunter. Also ich lese vor, was ich mir hingeschrieben habe. Oh, ein bisschen scrollen. So. Missbrauch Minderjähriger. Ein heikles Thema, dem sich dieser Thriller annimmt. Sind die Schuldigen wirklich einfach Monster oder doch nur Kranke? Da gehen die Meinungen auch in diesem Film auseinander. Henry Superman Cavill spielt den Cop Marshall, der mit seiner Familie ein recht normales Leben führt, allerdings in Trennung. Ben Kingsley hingegen spielt einen ehemaligen Richter namens Cooper, der nachdem seine ganze Familie exekutiert wurde, Jagd auf Triebtäter macht, die minderjährige Mädchen zum Sex überreden. Doch er tötet sie nicht. Er kastriert sie nur fachmännisch, also richtig operativmäßig, ja, und lässt sie dann gehen. Als Druckmittel behält er alle Beweise für ihre bisherigen Taten, die er im Falle dessen, dass der Täter sich an die Polizei wendet, dann veröffentlicht. An die Familie von ihm und in der Öffentlichkeit halt auch, ne? Seine Komplizin und Lockvogel ist die junge Lara, die einen Hass auf ältere Männer schiebt. Nur Cooper hat ihr Vertrauen. So, und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt erstmal schon mal anbringen kann. Es wird nie, jedenfalls ist es mir entgangen vielleicht auch, gesagt, warum ist Lara so drauf? Ist sie ein Missbrauchsopfer? Oder so? Es kann sein, dass es gesagt wird und ich es einfach verpasst habe. Das weiß ich nicht. Ja, aber das ist mir so ein bisschen abgegangen. Aber gut, so. Als Lara dummerweise von einem Täter verschleppt wird, will Cooper sie retten, denn sie trägt einen Sender bei sich, damit er sie immer finden kann in so einem Notfall. Ja. Und er wird von einem älteren Mann auf dieser Verfolgungsjagd wird Cooper von einem älteren Mann, dessen Auto im Weg steht, aufgehalten und gerät mit der Polizei aneinander. Und so trifft er auf Marshall, mit dem er jetzt zusammenarbeitet, mehr oder weniger. Gemeinsam spüren sie das Versteck des Täters auf, der eine ganze Gruppe von Mädchen gefangen hält. Und dem auch schon einige zum Opfer fielen, also halt tot sind. So. Vor Ort kann Marshall den gestörten, halbtauben und unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidenden Simon festnehmen. Gespielt von Rampage-Darsteller Brandon Fletcher, den ich sowieso gerne sehe, seit Rampage. Doch, vermutlich ist Simon nicht der einzige Täter, denn schon bald sterben nacheinander mehrere Cops, obwohl Simon ja in Untersuchungshaft sitzt. Alles Weitere ist dann jetzt Spoiler. Das Baby eines Polizisten wird entführt und im Polizeigebäude, in der Simon festgehalten wird, wird ein Paket abgeliefert und danach gibt es eine Bombendrohung. Der Vater des Babys soll, um sein Kind zurückzubekommen, das Chaos wegen der Bombendrohung nutzen und Simon befreien, was er auch tut. In der Kiste, in der die Bombe sein soll, ist aber nur das entführte Baby. Damit ist das Ding schon mal klar. So. Hauptsache Simon ist frei. Das hat ja nur noch funktioniert, dieser Trick. Weitere Ermittlungen führen zu Infos über Simons Mutter, die sich erhängte. Außerdem war der alte Mann, der anfangs Cooper aufhielt, wohl der Vater von Simon. Also fahren Marshall und seine Kollegen dorthin. Vor Ort finden sie den alten Mann aber nur tot vor. Simon ist auch dort und scheint ihn getötet zu haben. Wieder gefasst, packt Simon nun über eine ganze Busladung junger Frauen aus, von denen die Ermittler nichts wussten. Nun wird Coopers Komplizin Lara erneut gekidnappt
und nur Simon weiß, wo sie ist. Er verrät es aber nur, wenn er vor einer Menge Angehöriger der Opfer sprechen darf. Nachdem er diese beleidigt hat, bildet sich ein Lynchmob und Simon soll in Sicherheit gebracht werden. Bei ihm ist eine junge Ermittlerin, die die ganze Zeit schon psychologisch zu Simon mehr und mehr durchgedrungen ist. Auf der Fahrt wird der Wagen von Cooper gerammt, also die fahren halt und wollen Simon in Sicherheit bringen. Dann kommt plötzlich Cooper mit seinem Auto und rammt den Wagen, in dem Simon ist. Denn er will Simon haben, um Lara zu finden. Plötzlich wird Cooper von hinten erschossen. Von Simons Zwillingsbruder. Und das ist der Plot-Twist in diesem Film. Und da habe ich echt nicht mit gerechnet, dass er den Zwillingsbruder hat jetzt. Ich habe wunderbar gedacht, was dahinter steckt für ein Netz von Kinderschändern oder was, Frauenhändler oder was auch immer. Und es ist so simpel, der hat einfach einen Zwillingsbruder und das ist der eigentliche Killer. Und Simon, der so gestört die ganze Zeit ist, ja, das ist einfach sein zurückgebliebener Bruder, den er benutzt als sein Double einfach. Ja, also strategisch immer einsetzt und so, damit er selbst den anderen immer einen Schritt voraus ist. Und das war schon, fand ich gut, die Idee. Ne? So, er hat keine gespaltene Persönlichkeit, also, sondern es ist halt eben, der eine ist halt ein Killer und der andere ist halt zurückgeblieben. Die Ermittlerin gerät nun in die Fänge der beiden. Zusammen mit Lara wird sie auf einen zugefrorenen See in Müllsäcke gelegt und mit Benzin überschüttet. Vom Ufer aus bewerfen die Zwillinge die beiden mit brennenden Tennisbällen, um das Feuer zu entfachen. Doch dann trifft Marshall ein, mit dem Befehl, die beiden Zwillinge auszuschalten. Marshall schnappt sich den zurückgebliebenen der beiden Brüder und geht mit ihm auf den gefrorenen See raus. Der Killer von den beiden Brüdern nimmt sich die Ermittlerin im Gegenzug als Geisel, ja, und geht auch auf den See raus. Auf dem schon durch das ganze Hin und Her schon rissig gewordenen Eis des Sees verlangt Marshall nun, die Ermittlerin gehen zu lassen. Der Killer willigt ein. Dafür lässt Marshall den Zurückgebliebenen zu seinem Bruder gehen. Dann schießt der Killer Marshall an und als sich die Zwillinge erreichen und umarmen, brechen sie beide im Eis ein und sterben im kalten Wasser des Sees. So, Marshall ist aber nur angeschossen, kommt dann wieder zu sich, also kommt wieder auf die Beine und am nächsten Tag, also es gibt halt einen Gegenschnitt und dann ist alles in Ordnung, alles wieder zusammen und so, alles gelöst. So. Wenn man manche Kritiken über diesen Film liest, dann kann man echt nur mit dem Kopf schütteln. Da wird der Film, und jetzt kommt wieder Meinung, ja, meine Meinung kommt jetzt wieder. Ja? Geschmäcker sind verschieden, aber das ist jetzt meine Meinung, die jetzt folgt. Da wird der Film mit dem schnurzlangweiligen Psychodrama Prisoners gemessen, der dermaßen zäh, distanziert und lahmarschig war, dass ich mich nach Sichtung von dem Film trennte. Ich bin da, glaube ich, 5-6 Mal bei eingeschlafen oder ich habe sogar 2 Tage geguckt, weil ich aufgehört habe, am nächsten Tag weitergemacht habe oder es nochmal versucht habe, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe diesen Hype um diesen Film nie verstanden. Und es gibt noch einen sehr ähnlichen mit dem Deadpool-Darsteller, wieso fällt mir dem sein Name jetzt nicht ein? Ryan Reynolds. Der war fast genauso und da habe ich auch gleich wieder abgestoßen, den Film. Ich weiß, wie beliebt dieses Werk ist, kann aber null mit diesen ultra langsamen und unbefriedigenden Zeitverschwendern anfangen. Dann lieber wie hier ein wendungsreicher, packend gespielter, schnell inszenierter und sehr gut besetzter Thriller. Denn wir haben hier Ben Kingsley, wie gesagt, hier Henry Cavill oder wie heißt er? Hier Superman halt. Dann ist hier noch Dings dabei, da kommt der später nochmal, Stanley Tucci oder wie heißt der, spielt hier noch eine sehr gute Rolle, auch darstellerisch. Und allen voran Brandon Fletcher, der hier als Killer völlig überzeugt hat. Also ich finde, der spielt großartig, der Typ. Von dem würde ich unheimlich viel mehr gerne sehen. Dem sollten sie echt mehr Hauptrollen geben, dem Typen. So, aber auch in Rampage hat er mich ja total geflasht. Wobei ich halt den dritten noch nicht gesehen habe. Irgendwann wird es mal soweit sein. So. Zugegeben, der Film ist jetzt kein ganz großes Kino, ja, was auch sicher am Budget liegt. Aber für Genre-Fans, für Thriller-Fans, finde ich, ist der Streifen durchaus sehenswert und mir gefiel er sogar sehr gut. Das Einzige, was ich noch als Kritik anbringen kann, ist, ich hätte mir einen etwas knackigeren Showdown gewünscht. Ein bisschen, ne, aber naja gut. So, kommen wir zum nächsten Film. Eine Filmempfehlung von einem lieben Zuschauer. Mein Vater würde jetzt sagen, um den Filmtitel zu sagen, auszusprechen, Unsahne. Unsane. Ich lese einfach vor. Filme, die mir meine Zuschauer empfehlen. In der Regel immer wieder ein Abenteuer, das nicht wirklich gut ausgeht.
Steven Soderbergh, ein Regisseur, der mich noch nie mit seinen Werken wie der Oceans-Reihe oder den überladenen und dennoch langweiligen Contagion, dieser Virusausbruch-Scheißfilm da, überzeugen konnte. Contagion habe ich mir nur angeguckt wegen Bryan Cranston, weil ich auf den damals gehypt war durch Breaking Bad. Und von dem Film war ich, so. Und das ist der Regisseur von Unsane. Und sein neuestes Werk, wurde mir nun von einem Zuschauer empfohlen, weil ich Stalking-Thriller manchmal ganz gern sehe. Das habe ich ja im letzten Slane Watch, glaube ich, erwähnt, wo ich über Marsh sprach, der mir ja nicht so gut gefiel. Ne? Und da kam halt eben als Antwort darauf in den Kommentaren, ja, wenn du Stalking-Thriller sehen willst, und zwar richtig gute, dann guck mal Unsane. So. Tja, und hier trifft nun folgendes Sprichwort zu: Ausnahmen bestätigen die Regel, denn in diesem Fall war es eine gute Empfehlung. Eine überraschend gute, denn ich habe eigentlich gedacht, das ist ein völlig anderer Film als das, was dann da kam. Ich habe gedacht, ja, das ist jetzt ein Stalking-Thriller. Das ist irgendwie eine Frau in ihrem Alltag, du siehst ein bisschen was von ihrem Leben und von ihrem Beruf und wie sie so ist und bla bla bla. Und dann kommt irgendwie ein Stalker und den lernst du irgendwie kennen und dann weist sie ihn aber doch ab und dann verfolgt er sie in ihrem Alltag und auf dem Job und Familie und dann kommt am Ende so ein bisschen Home-Invasion in ihrem Haus zu Hause und dann ist dann das große Finale. So habe ich gedacht, in etwa läuft was ab und Standard-Schema F und bla, ne? Nein. Also, Ausnahmen bestätigen Regeln, denn dieser kleine Thriller verlief in völlig anderen Bahnen, als ich annahm, war aufwühlend und packend und bot einige der besten darstellerischen Leistungen, die ich seit langem gesehen habe. Es geht um die junge Sawyer, die nachdem sie mit einem Stalker zu tun hatte, in eine neue Stadt zog, die hat dann wohl irgendwie eine Verfügung gegen ihn erwirkt, ne, und hat dann die Stadt verlassen, einen neuen Job annahm und seither immer wieder Angstschübe bekommt, was ihr in Beziehungen und anderen Lebenslagen Schwierigkeiten bereitet. Als sie eine Psychologin aufsucht und sich ihr seelisch sehr weit öffnet, unterschreibt sie im Anschluss an das Gespräch einen Zettel, ohne darüber aufgeklärt zu werden, was dies für Folgen hat. Nämlich die Einweisung für 24 Stunden in eine psychiatrische Klinik. Ohne dass sie es will, ohne dass sie es wusste, es passiert einfach. Ja? Hätte sie sich den Zettel vielleicht mal lieber vorher durchlesen sollen, aber naja gut, so. Vor Ort und gegen ihren Willen ist sie aufgebracht und gerät mit einer anderen Patientin aneinander, die aus einem Löffel eine Klinge gemacht hat, als Waffe, wenn man so will, und ihr damit die Haare abschneiden wollte, während sie schläft. Außerdem attackiert sie einen Pfleger, indem sie ihren Stalker wiedererkennt. Oder wiedererkennen zu glauben. Das passiert ja auch, wenn sie ein Date mit einem Typen hat, der knutscht mit ihr, plötzlich sieht sie ihren Stalker vor sich. Sie hat immer so, ne? Und dann sieht sie halt in einem der Pfleger ihren Stalker wieder und flippt dann aus und so. Naja, gut. Und den attackiert sie den halt. Und das bringt ihr eine weitere Woche Aufenthalt ein in dieser Anstalt, ja, psychiatrischen Klinik oder was. Einzig der Schaumkuss Nate hier, der ist also hier in dieser Anstalt, weil er seine Drogensucht loswerden will. Nur er glaubt Sawyer, die sich inzwischen sicher ist, einer der Pfleger in der Nachtschicht ist ihr Stalker namens David. Nate besitzt illegalerweise ein Handy, mit dem Sawyer nun ihre Mutter anruft. So, alles weitere ist jetzt Spoiler. Von Nate erfährt Sawyer, dass die Klinik mit Absicht eigentlich gesunde Leute einweist und so lange festhält, bis die Versicherung die ersten Tage bezahlt. Wenn möglich auch länger. Ist das Geld drauf, dann sind die Patienten geheilt und werden entlassen. Hauptsache, sie haben ein bisschen Geld eingenommen in der Klinik da. Darum geht das denen. Ja. Dies berichtet Sawyer via Handy ihrer Mutter. Diese erscheint aufgebracht in der Klinik, kann aber nicht bewirken, ihre Tochter frei zu bekommen. Sie darf 20 Minuten allein mit Sawyer reden, die ihr dann vom Stalker erzählt und dass er vor Ort ist, denn er ist tatsächlich vor Ort. Dieser eine Pfleger ist wirklich der Stalker von ihr, der hat sich da in diese Firma eingeschleust, wenn man so will. Ja. Also will ihre Mutter nun alle Hebel in Bewegung setzen, sie da schnellstens rauszuholen. Doch weder Polizei noch Anwalt sind bereit einzugreifen. Abends im Hotelzimmer der Mutter klopft ein Handwerker wegen einer Routineuntersuchung der Leitungen. Es ist der Stalker. Mehr wird nicht gezeigt. Was da jetzt passiert, das enthält der Film erstmal vor. Am nächsten Abend schmuggelt der Stalker David Sawyer, also Am nächsten Abend schmuggelt der Stalker David Sawyer den Ehering der Mutter unter, die dann versucht, sie zu erreichen, doch die Mutter geht nicht ran, also muss er ihr irgendwas angetan haben. David schmuggelt Sawyer dann eine Pille in ihre Medikamente, die sie durchdrehen lässt.
Als Nate sich danach mehr und mehr mit Sawyer anfreundet und David dies bemerkt, überwältigt er Nate und in der Toilette, foltert ihn mit einem Defibrillator und verpasst ihm eine tödliche Überdosis und lässt es dann aussehen wie, ja, Tod durch Überdosis. Er nimmt Nates Handy, fotografiert Nates Leiche und schmuggelt dies Sawyer ins Bett. Als sie darauf hinausflippt, landet sie in der Isolationszelle im Keller. Hier ist sie David ausgeliefert. Er geht in ihre Zelle und es kommt zu einem intensiven Gespräch zwischen obsessivem Stalker und aggressiv hasserfülltem Opfer, an dessen Ende Sawyer David aufzeigt, wie sehr sie ihn hasst und wie falsch er lag mit seinen wirren Obsessionen. Von wegen, oh, du liebst mich doch bestimmt auch und so, ja. Und diese Szene ist die beeindruckendste Szene im Film, in dieser Gummizelle, wenn man so will, und ein One-Take, wie die umeinander hergehen, die beiden, und miteinander reden und wie das darstellerisch ist und wie dieser Dialog stattfindet. Ich weiß nicht, ob sie das tausendmal gedreht haben oder ob das improvisiert war. Wenn es improvisiert war, Hut ab. Ja, so. David greift Sawyer an am Ende des Gespräches und packt sie am Hals, lässt sie dann aber los und verlässt wimmernd die Zelle. So. Danach zeigt man eine Joggerin mit Hund, die am Waldesrand eine verbuddelte Leiche findet. Und da dachte ich erst, oh, das ist bestimmt Sawyers Mutter. War es aber nicht. Komme ich aber noch zu. Sorry. Außerdem finden zwei Pfleger Nates Aufzeichnungen in einem Blog, der hat alles aufgeschrieben, ja, über alles, was in der Anstalt abgeht und übergeben diese an eine der leitenden Klinikmitarbeiterinnen, also die Chefin, wenn man so will, von dem Ganzen da, die das dann sicher verschwinden lassen wird. Am nächsten Morgen kommt David mit einem Frühstück für Sawyer in die Zelle und redet auf sie ein. Er habe alles geplant, damit sie zusammen sein können. Eine abgelegene Waldhütte mit Eigenversorgung, also Solar, ne, und Brunnen und alles. Ne. Ein leeres Diner zum Aufarbeiten, damit die beiden dann Jobs haben und Geld verdienen können. Doch Sawyer sagt zu ihm, sie könne nur mit ihm leben, wenn er ihr seine Liebe beweist. Indem er ihr zeigt, dass er vor ihr mit einer Frau geschlafen hat. Denn sie will nicht seine Erste sein. Ich kann nicht deine Erste sein, ich kann nicht mit einem unerfahrenen Mann in eine Beziehung eingehen. Du musst Erfahrung haben, sonst kann ich mit dir keine Beziehung eingehen. Du musst mit jemandem schlafen. Und dann soll er jetzt jemanden holen, mit der er dann in der Gummizelle vor Sawyers Augen Sex hat. Ja? Das verlangt sie von ihm. Und da er ja komplett durchgeknallt, obsessiv ist, hörig ist, macht er das natürlich dann auch. Also soll er ausgerechnet die aggressive Violet, mit der Sawyer anfangs, und auch noch öfters im Film, Streit hatte, vor ihren Augen poppen. Ja, das ist die mit dem selbstgebastelten Messer. Wir erinnern uns. So, eine Szene zeigt, wie Polizisten Fingerabdrücke abgleichen und einen Treffer finden. David bringt Violet in die Zelle und soll nun über sie herfallen. Als sie sich wehrt, geht Sawyer besänftigend dazwischen, aber nur, um an Violets selbstgemachte Klinge zu gelangen und David so zu verletzen. Danach kann sie aus der Zelle fliehen und sieht noch, wie der verwundete David Violet das Genick bricht. Die ist dann tot. Sawyer kann aus der Klinik ins Freie gelangen, doch David holt sie ein und schlägt sie nieder. Als sie wieder zu sich kommt, liegt sie in seinem Kofferraum. Neben ihr die Leiche ihrer Mutter. Was sie an dem großen Kreuz erkennt, das die Mutter immer um den Hals trägt. Es gelingt ihr, den Kofferraum zu öffnen und in den Wald zu fliehen, doch auch hier holt David sie ein. Als es zu spät scheint, kann Sawyer David mit dem Kreuz der Mutter, das sie an sich genommen hat, ins Auge stechen und danach die Kehle aufschneiden. Zwischendurch wird gezeigt, wie die Polizei durch die Fingerabdrücke von David an der Leiche, die der Jogger fand, offenbar ein Pfleger, für den David die Rolle einnahm, ja, auf die Spur der Klinik kommt. Ein Nachrichtenbericht zeigt, dass Nate kein Junkie, sondern undercover für das Fernsehen in der Anstalt war. Nate war also eigentlich undercover da, um einen TV-Bericht über die Missstände dort zu machen. Ja. Und die Polizei durchsucht alles und findet Violets Leiche und Nates Aufzeichnungen. Die Leiterin wird festgenommen. 6 Monate später sieht Sawyer in einem Restaurant jemanden, den sie für David hält. Als sie sich ihm mit einem Messer nähert, erkennt sie in letzter Sekunde, dass es nicht David ist und flieht panisch aus dem Restaurant. Ja, da wird noch mal eine Woche Klinik drin, denke ich mal, ne? So. Hey, gut. Also, Unsane konnte mich echt positiv überraschen. Sehr gut gespielte Figuren,
Die Schauspieler kannte ich alle nicht. Ja. Spannende Geschichte mit tollem Finale und ein befriedigendes Ende, sogar mit ein paar kleinen Überraschungen dabei. Der erste Steven Soderbergh-Film, der mir echt saugut gefiel. Kann ich anders sagen. So. Ja, ich habe auch mit Clooney den gesehen, diesen Out of Sight. Den fand ich auch ganz gut, aber der ist so komisch zusammengepuzzelt, inszeniert. Das hat mir damals auch nicht gefallen. Inhaltlich war er ganz okay, aber auch nur ganz okay. Nächster Film. Alter Schwede, jetzt wird's krass. Oh Gott, wie lange soll dieses Video gehen? So lange es geht. Egal. Jetzt kommt ein Film, den ich komplett geil fand, den ich die ganze Zeit gefeiert und mitgefiebert habe. Und Alter, ist der spannend, der Film. Und habe ich mich aufgeregt dabei. Oh, und dann ist ein Finale herbeigesehen. Und dann kommt das Ende des Filmes, Leute. Und es gibt ja immer wieder so Filme, die richtig gut sind. Und dann kommen die letzten paar Minuten und zerficken den ganzen Film. Für mich persönlich jedenfalls. Und das ist hier der Fall. Ja, dieses Ende, die Entscheidung für dieses Ende ist ein katastrophaler Fehler, meiner Ansicht nach. Weil das diesen Film, der eigentlich echt spannend und gut ist, in eine generische Richtung rückt, die so oft schon stattgefunden hat, dass ich mir mittlerweile aus allen Körperöffnungen wieder rauskomme. Ich kann sowas nicht mehr sehen, ehrlich nicht. Aber gut, kommen wir nachher im Spoiler zu. Fractured. Ich lese vor. Und der nächste Film mit seltsamen Vorgängen in einem medizinischen Institut. Gerade eben hatten wir ja eine psychiatrische Klinik, ne? Hier haben wir ein normales Krankenhaus. Keines Krankenhaus. Diesmal spielt die Hauptrolle Sam Worthington. Den mag ich sowieso ganz gerne sehen eigentlich. Ja? Er ist Familienvater Ray und gerade mitsamt seiner Frau und Tochter im Auto unterwegs. Das Ehepaar hat einige Streitigkeiten und die Familie scheint zu zerbrechen, was Ray aber verhindern möchte. Denn er liebt seine Frau immer noch sehr, genau wie seine Tochter. Seine Familie bedeutet ihm nämlich alles. Bei einem Zwischenstopp kommt es zu einem Unfall, bei dem Ray und seine Tochter in eine Baugrube stürzen. Nachdem seine Tochter von einem Hund an den Rand der Grube gedrängt wurde und er einen Stein nach dem Hund warf, um ihn abzulenken, ist die Tochter dann gestürzt. Er wollte sie noch auffangen, ist dann mit runtergestürzt. So. Beide schlagen hart auf den Boden der Grube auf. Ray kommt benommen zu sich. Seine Frau ist bereits bei seiner Tochter und er taumelt wie betäubt umher. Als er klarer ist, im Kopf wieder klarer ist, stellt er mit seiner Frau fest, dass seine Tochter sich den Arm gebrochen hat. Da er vor einigen Meilen ein Krankenhausschild sah, beschließt er selbst dorthin zu fahren, statt einen Krankenwagen zu rufen. Ja, da fahren wir eben schnell, ist schneller. Bis die jetzt hier sind, ne, ich fahre jetzt, ich kann noch, ich bin fit und so. Ja. So, die Aufnahme in diesem Krankenhaus gestaltet sich dann sehr stressig und kompliziert, weil die Versicherung nicht greift und er nun bar zahlen muss. Was er aber auch will, denn wie gesagt, Ray liebt seine Familie mehr als alles andere. Als ein Arzt seine Tochter untersucht, will er aufgrund einer Kopfverletzung eine CT-Untersuchung machen. Ray wartet nun also und seine Frau bleibt bei ihrer Tochter, weil in diesem CT-Raum darf nur eine weitere Person mit rein. So. Dann schläft Ray im Wartebereich ein und wacht erst mehrere Stunden später wieder auf. Als er wieder wach ist, hat er ein kleines Pflaster an der Stirn und die Belegschaft des Krankenhauses hatte inzwischen einen Schichtwechsel. Als er nach seiner Familie sucht, weiß niemand von ihnen, also von der Familie, ja, und Ray wird immer ungehaltener, bis die Wunde an seiner Stirn blutet. Er geht auf eigene Faust in einen Bereich, in dem man nicht ohne Genehmigung betreten darf, trifft dort einen anderen Arzt, der aber auch keine Spur seiner Familie findet. Allerdings Rays Kopfwunde bemerkt. So, und hier, es gibt immer so Momente, wenn ich mit meinem Vater einen Film schaue, manchmal so, wo ich sage, mach mal kurz an, ich habe eine Vermutung, wie das jetzt weitergeht. Und dann diskutieren wir ein bisschen und dann fragen wir uns, na, mal gucken, ob wir richtig liegen und dann gucken wir weiter, machen wir manchmal einfach so aus Spaß. Ja? Und hier haben wir halt eben auch Pause gemacht und ich habe dann gesagt, ich vermute mal, das hat irgendwas zu tun mit illegalem Organhandel. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas hat bestimmt zu tun mit illegalem Organhandel. Ob ich da richtig gelegen habe, erfahrt ihr im Spoiler. Ray flippt wieder aus, wird ruhig gestellt und in ein Behandlungszimmer gebracht, wo er erstmals bleiben soll. Wegen seiner offensichtlichen Kopfverletzung. Doch, dann findet der schon benommenen Ray einige Ampullen Adrenalin. Alles weitere ist jetzt Spoiler, Leute. Mit diesen Adrenalin-Ampullen, die sich überall reinspritzen, auf Vollgas gepowert, entkommt er aus dem Zimmer und sogar aus der Klinik. Er trifft zwei Polizisten und bittet sie um Hilfe. Gemeinsam durchsuchen sie die Klinik und befragen das Personal. Der Arzt sagt, das CT sei im dritten Stock. Ray sah aber, dass der Fahrstuhl nach
unten fuhr. Dies wird aber auf seinen verwirrten Zustand abgewählt. So, ah, der ist verwirrt, das hat er bestimmt falsch gesehen. Ja. Der Arzt aus der anderen Schicht wird auf Rays Verlangen zum Krankenhaus gerufen und viele Leute vom Personal verhalten sich irgendwie verdächtig und seltsam. Security und so, die verhalten sich irgendwie alle komisch. Tuscheln und so, gucken immer ganz bedeutungsschwanger und so. Naja. Der Arzt kommt wie gewünscht dazu, verdreht die Tatsachen aber völlig und behauptet, Ray kam allein wegen eines Autounfalls, den er hatte. Außerdem hat er angeblich behauptet, seine Frau würde auf ihn warten. Allerdings sagt der Arzt den Namen seiner seit Jahren verstorbenen Ex-Frau. Ray vermutet, der Arzt hat diesen Namen aus den Versicherungsunterlagen, die er einsah, als man feststellte, dass die Versicherung nicht für die Klinik greift und nun will Ray so, jetzt will er Ray so als Verrückte hinstellen. Oder ist Ray verrückt? Ein schmieriger Security-Beamter schlägt vor, die Sicherheitskameraaufnahmen zu sichten. Da müsste Rays Familie dann ja zu sehen sein. Doch leider hat die Kamera immer 30-sekündige Aussetzer. Das ist halt ein Frage des Systems, ist bei ihm so. Immer dann ausgerechnet dann, wenn die Familie zu sehen sein würde, kommt ein 30-sekündiger Aussetzer. Oh Mensch, das ist aber merkwürdig. Naja, also ist niemand außer Ray zu sehen. Und sein aufgebrachtes Verhalten, weshalb die Polizisten ihm immer weniger glauben, ist auch nicht gerade den Dingen zu dinglich, oder wie sagt man denn? Ja, ist nicht gut. So. Ray berichtet von der Besitzerin der Tankstelle, an der Unfall mit seiner Tochter geschah. Sie hat die Familie ja gesehen. Also wenn man die jetzt befragt, kann die ja bestätigen, ja, da war mit seiner Familie hier. Ne? So. Einer der Cops will gerade dorthin fahren, da kommt einer der Ärzte und meint, er wüsste jemanden, der helfen kann. Selbst als der Schal seiner Tochter gefunden wird, den Ray bei sich hatte und der dann verschwunden war, heißt es immer noch, er sei verwirrt wegen der Kopfverletzung. Und eine Psychologin wird dazu gerufen. Sie soll wohl, wie der Arzt sagte, nun helfen. Im nun folgenden Gespräch redet die Psychologin auf Ray ein, denn sie fand seine Akte mit den Infos, über die er bei der Aufnahme ausgefragt wurde. Er musste da so mehrere Antworten geben und so, ne? Fakten über seine tote Ex und seine ehemaligen Alkoholprobleme. Sie fragt ihn nach der verstorbenen Ex. Sie starb bei einem Autounfall. Als er der Psychologin gesteht, dass er seit 8 Jahren an seine verstorbene Ex immer wieder denken muss und ihn dies verrückt macht, schlägt sie vor, gemeinsam an den Unfallort bei der Baustelle zu fahren. Das ist ja genau wie bei einem Killer, der verleugnet, seine Tat begangen zu haben und das vielleicht ja auch tatsächlich kopfmäßig verdrängt hat, sich das selbst so sehr einredet, dass er selbst nicht mehr daran glaubt. Ja. Und dann bringen sie den halt eben bewusst zum Tatort und dann kommen ja die verschiedenen Details und dann erinnert sich der Killer dann plötzlich wieder und reagiert dann wohl entsprechend. Das ist so ein psychologischer Trick. Und den will sie jetzt auf diese Weise halt eben da ansetzen. So. Ihre Vermutung, seine Tochter liegt noch dort in dieser Grube. So, jetzt habe ich gesagt, mach mal wieder Pause. Ne? Ich muss mal auf Toilette. Und dann auf Klo saß ich dann, ja, ich musste halt was, ist auch egal. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was könnt ihr jetzt? Ich saß halt auf Klo, ja, hier reimte ich mir nun Folgendes zusammen. Ray hatte wirklich den Unfall mit seiner Tochter, doch das Mädchen starb. Seine Frau ist darauf ausgeflippt und er hat sie im Affekt verwirrt durch seine Kopfverletzung oder sowas, umgebracht oder ähnliches. Das war so meine Vermutung, als ich auf Toilette saß, ja. Dann fuhr er ins Krankenhaus, alleine, den Schal, der Leiche seiner Tochter hat er immer noch bei sich gehabt, daher kommt er dann halt, der Schal, ne? Wurde kurz untersucht, er selbst dann, ne? Dann bekam er sein Pflasterchen auf den Kopf und dann schlief er halt eben erschöpft im Wartebereich ein, wo ihm dann sein Hirn diese ganzen Ereignisse, die der Zuschauer jetzt nun sah, vorgesponnen hat. Und das hat er jetzt als Realität wahrgenommen, als verdrehte Realität. So, so dann bin ich wieder vom Klo zurück und dann haben wir weiter geguckt. Und dann sieht es wirklich so aus, als habe ich auch noch fucking recht. In der Baugrube gibt es eine ungewöhnliche große Blutspur. Die Psychologin redet auf Ray ein und konstruiert exakt, was ich mir eben auch auf der Toilette gedacht habe. Der Hund, der seine Tochter an den Grubenrand trieb, den gibt es nicht. Ray warf den Stein nach ihr, weil sie ungehorsam war. Ray sollen Handschellen angelegt werden, doch dann erscheint plötzlich der Hund vom Anfang an der Grube. Den Hund gibt es also wirklich. Ray realisiert, dass er recht hatte und hier was ganz krumm läuft. Und da dachte ich, oh, ich lag also doch falsch. Also du wirst hier ständig hin und her geworfen. Oh, ich hatte recht. Oh, nee, ich hatte doch nicht recht. Ah, ich hatte doch recht. Nee, ich hatte doch nicht recht. Und das mag ich eigentlich. Das hält mich gut bei der Stange, dann fieberst du gut mit. Ja, so.
Er schnappt sich die Knarre des Polizisten und nimmt die Psychologin als Geisel. Zusammen sperrt er alle in einen Bauwagen und fährt mit der Pistole ins Krankenhaus zurück. Und dann denkst du so, jetzt wird aufgeräumt hier, ne? Hier überwältigt er den Wachmann bei einem Kampf im Fahrstuhl, fährt dann ins mysteriöse Untergeschoss, wo und sieht, wie Organe transportiert werden. Ich denke, ha! Sag ich doch, Organhandel. In einem OP soll gerade seine Tochter zerschnibbelt werden. Seine Frau sitzt benommen daneben. Er zieht die Waffe und setzt seine Familie auf einen Rollstuhl. Die Ärzte und Schwestern reden auf ihn ein. Nach einem turbulenten Handgemenge löst sich ein Schuss und trifft eine Gasleitung. Es kommt zu einer kleinen Explosion. Ray und seine Familie entkommen daraufhin. Ach, was soll das ganze Gerede? Natürlich hatte ich dennoch recht. Mit meiner Vermutung auf dem Klo. Ganz am Ende geht der Film Full Level Shutter Island. In den letzten paar Minuten. Ungelogen. Ray redet mit seiner Familie, die immer noch leicht geschwächt ist und auf dem Rücksitz sitzt, während er wegfährt. Er hat es jetzt geschafft, ne? Und plötzlich sehen wir so im Rückspiegel, das ist einfach irgendein random Patient, den er aus dem OP praktisch entführt hat jetzt. Und nicht seine Tochter. Ja? Und die Frau ist gar nicht da. Ne? Ja, und dann folgen alle Szenen, die wir eben gerade gesehen haben, nochmal in der Rückblende. Der hat ein Typ einfach nur ein Wägelchen geschoben und keinen Behälter für Organe, ja, und so. Hat er sich also alles nur eingebildet in seinem Wahn. Und die ganzen Sachen, die ich gerade eben sagte, die ich mir auf Klo zusammengereiht habe, genau die werden auch noch gezeigt. Also der Rückblick auf die Grube, die sind beide darunter gefallen, das Mädchen war tot, er hat das erkannt, seine Frau hat es auch erkannt, es gab einen Streit, er hat seine Frau zur Seite gestoßen, die ist dann umgefallen, mit dem Kopf voll auf so eine Stange drauf, auch sofort tot. In seiner Verwirrung ist er dann mit dem Schal in der Hand ins Auto gestiegen und zum Krankenhaus gegangen. Genau wie ich das vorher auf dem Klo noch vor den Augen hatte. Genau das passiert in den letzten 2 Minuten des Films. Ich dachte, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es hätte so ein schöner, knackiger Psychothriller mit einem coolen Finale sein können. Nein, wir machen wieder Shutter Island daraus. Und diese Scheiße kann ich echt nicht mehr sehen. Das hat den ganzen Film für mich komplett zerfickt. Ich weiß nicht, was das immer soll, ehrlich nicht. Warum lässt man, ich habe hier weitere Sachen hingeschrieben, warum spielt der Film im letzten Drittel mehrmals mit ruhigen Szenen, die den Weg des Helden unterbrechen und einen kurz Angst haben lässt? Shit, nee, ist doch verrückt, oder? Da sind ein paar Szenen drin, wo du denkst, oh, ist er jetzt doch? Wird er jetzt wach und erkennt plötzlich, dass er sich jetzt doch noch alles und dann geht's aber weiter. Aber es wird immer so kurz angeteasert. Wisst ihr, wie ich meine? Ganz, ganz komisch. Sie bauen echt wieder diesen Drax-Twist ein. Also ich hab's nicht gedacht. Also ehrlich, nee. Naja. Warum lässt man die ganze Zeit mit einem verzweifelten Helden mitfiebern, dem alle sagen, er sei hier der Spinner, nur um dies dann im Ende zu bestätigen? Das ist rückwirkend. Wenn ich mir den Film zweites Mal angucken sollte, weiß ich, dass er jetzt das Ende. Das ist der Film ja komplett belanglos. Komplett unspannend beim zweiten Gucken dann. Also du kannst den nur einmal angucken, dann war es das. Kannst du den vergessen, den Film. Es funktioniert kein zweites Mal, der Film. Das ist doch scheiße, sowas, ey. Naja, also. Wo war ich? Warum hat kein Regisseur mehr die Eier, der guten alten Held gegen das böse Showdown-Schiene zu folgen, in einem Psychothriller? Wie im thematisch ähnlichen Death Connection mit Rutger Hauer als Schurken zum Beispiel. Kennt den nur einer? Nö, kennt wieder keiner, aber naja, gut. Warum immer wieder dieses ausgetretene Madhouse, Shutter Island, Session 9, Maschinist etc. Der Held ist eigentlich ein Psycho-Scheißfinale. Ups, Moment mal. Fractured ist vom selben Regisseur wie Machinist und Session 9. Na, dann hat er sich aber stark weiterentwickelt. Nicht. Also das ist so ein Schema F-Regisseur, der immer die gleiche Geschichte in seinen Filmen erzählt oder was. Das ist schon das dritte Mal jetzt. Ja, denn in diesen beiden genannten Filmen ist es auch so, dass die am Ende halt eben, da stellt sich halt eben heraus, ja, das war nur ein Psycho-Ding, es war alles nur eingebildet oder die waren halt eben irre. Ja, so. So, erneut, wie jedes Mal, hat mir das im Abgang den kompletten Film zerstört. Es ist, als esse man ein leckeres Gericht und kurz bevor man fertig ist, kommt der Koch und sagt, übrigens, statt das Gericht zu salzen, habe ich reingepisst. So fühlt sich das an. So, okay, zu den Fakten, bevor ich zu was hoffentlich Besserem komme. Super Schauspieler. Sehr viel Spannung und vermeintliche Wendungen. Und ein grandios agierender Sam Worthington retten den Film für mich nicht.
Das Ende macht es einfach kaputt. Ja. Ich habe wirklich mitgefiebert. Ich habe teilweise so gesessen, hier so nach vorne gelehnt und pff, Alter, was, oh, und habe mich aufgeregt über die ganzen Leute, über die ganzen, das ganze Personal und alles und das Getuscheln, das ist also alles so dargestellt, dass wirklich so ein Hals geht, die Verzweiflung ist greifbar und es ist richtig gut gemacht und dann kommt dieses Ende, ey. Ja. Denn mal wieder konnte man das nicht lassen und die übliche Auflösung, die im Spoiler erwähnt wurde, die ich jetzt nicht nochmal erzählen werde, einzubauen. Dessen bin ich derart überdrüssig, dass mir ein solcher Film, der zu 99% super ist, dann aber von den letzten Minuten hart zerfickt wird, mir einen kompletten Abend lang die Laune dermaßen verdirbt, dass ich nur noch sauer pennen gehen kann. Gute Nacht. Ich bin wirklich an dem Abend einfach ins Bett. Hab mir gesagt, komm, was. Zum Alten gesagt, was, leck mich am Arsch, ich geh jetzt nach Hause, ich geh jetzt pennen. Und dann war's das auch mit dem Abend. So, weiter geht's. Mit dem längsten Video meiner Kanalhistorie wahrscheinlich. Was soll's? Superheldenfilmzeit. Jetzt habe ich einen Film geschaut, wo ich eigentlich der festen Meinung war, das wird nichts. Vom Trailer her schon, ne. Aber ich hatte halt Lust auf, was manchmal habe ich das, auf eine Origin-Story. Also so ein First Time, eine Entstehungsgeschichte eines mir am besten noch gar nicht bekannten Superhelden. Wobei ich in diesem Fall ein bisschen was über ihn wusste, durch die Medien und so. Ne? Und ich verfolge ja auch einige amerikanische Spoiler-Kanäle. Ja, und da wusste ich schon ein bisschen was. Ja, aber ich habe keine Spoiler zu diesem Film gesehen. Das kann ich ja zusagen. So, und zwar geht es um den Film Shazam. So, ich lese vor. Tja, mal wieder Popcorn-Superheldenzeit und war die Zeit verschwendet, wie eigentlich erwartet. Nun, nach dem Trailer wollte ich den Film sogar meiden. Dann las ich Shazam, Shazam sei der wahre Captain Marvel. Ich bin nicht tief genug in der Hintergrundmaterie bewandert, aber ein Antagonist für die filmische Feminazi-Propaganda mit Meh-Garantie, ja, da bin ich dabei. Wenn das wirklich da das Gegenstück dazu sein soll oder so, ja, da habe ich mir gedacht, gut, guckst du dir den mal an. Ich habe mich auch kurz informiert, es ist wohl irgendwie tatsächlich so, dass Shazam, also die Figur Shazam, die Comicfigur Shazam, ursprünglich von DC entwickelt wurde mit dem Namen Captain Marvel. Ja, Marvel steht für Marvelous, deswegen heißt er halt eben. Aber der Konzern Marvel kommt, nee, DC, ihr könnt keinen Helden haben, der so wie unser Label heißt. Das machen wir schon selbst irgendwann. Oder vielleicht gab es ja auch den Captain Marvel, den männlichen, auf Marvel-Zeiten schon. Das weiß ich nicht. Und dann mussten sie halt eben ihren Helden umbenennen und haben ihn umbenannt in Shazam. So glaube ich, war das. Das ist so meine Info. Kann sein, dass ich das nicht ganz richtig erzählt habe. Wenn ja, berichtigt mich gerne in den Kommentaren. Dafür ist die Kommentarsektion ja ein bisschen auch da. So, der Trailer hat mich zusätzlich abgeschreckt, da das DC-Universum eigentlich für eher düstere und ernstzunehmende Superheldenkost steht und nun plötzlich ein Typ, der aussieht wie ein zweiklassiger Cosplayer, auf Deadpool macht. Zumindest im Trailer. Also die ganzen DC-Filme waren eigentlich immer ernstzunehmende Superheldenfilme. Vielleicht nicht unbedingt gut, aber die waren immer ernst. Das war immer gut gegen böse Superhelden-Power und so. Und jetzt plötzlich, ach komm, wir machen jetzt das genau wie Marvel, wir sind jetzt auch lustig und bunt. Und dann dachte ich nur, nein, DC, lass das doch bitte. Bleibt wenigstens ihr zuverlässig ernsthaft. Ne? So, gut. Betrachtet man das Ganze aber im Gesamten, sieht die Sache etwas anders aus. Aber der Reihe nach, zur Story. Shazam ist ein mächtiger, uralter Magier, der in einer versteckten Höhle über die 7 Todsünden in Form steinerner Monsterstatuen wacht. Er ist der letzte seiner Art und es braucht einen würdigen Nachfolger, denn sonst könnten die 7 Todsünden befreit werden und die Welt ins Chaos stürzen. Der Nachfolger und neue Shazam muss allerdings reinen Herzens sein. Tja, in der Generation Deine Mutter ist sowas allerdings kaum noch zu finden. Viele Menschen werden also von Shazam in die Höhle geleitet, auf mysteriösen Wegen und dort vor eine Prüfung gestellt. Erliegt man den Verlockungen der Todsünden oder kann man widerstehen und erweist sich als würdig, je nachdem wird entschieden, Shazam oder nicht Shazam. Naja, und die meisten, die erliegen der Versuchung. Ne? Das hat so eine Kugel, Energiekugel, und die öffnet sich dann so und dann hören sie in ihren Köpfen die Stimmen von denen. Du kannst unendliche Macht haben, du musst nur nach der Kugel greifen. Das sind eben diese Todsünden, die entsprechen. Und alle greifen danach und dann immer und damit sind sie raus. Shazam hält ihn dann immer auf.
Und dann ist derjenige raus aus der Nummer. So. Erliegt man den Verlockungen tot oder kann man. Achso, das habe ich gerade vorgelesen. Eines Tages wird der Ausreißer und Waisenjunge Billy Batson, nachdem er mal wieder ausgebüxt und eingefangen wurde, an eine neue Pflegefamilie vermittelt. Diese scheint Waisenkinder zu sammeln in ihrem großen Haus. Da ist nämlich alles dabei, irgendwie. Schaumkurs, Reisschüssel, alles dabei. Genau. Er reist immer aus, um nach seinen leiblichen Eltern zu suchen. Die möchte er gerne wiederfinden. Deswegen büxt er immer aus. Billy ist allerdings ziemlich unfreundlich und arrogant gegenüber seinen neuen Geschwistern. Lediglich der nerdige Freddy, der in Krücken läuft, schafft es, eine Freundschaft zu ihm aufzubauen. Nach einigen Ereignissen mit Schulbullies und anderen Problemchen landet Billy in einer U-Bahn. Parallel dazu spielte sich inzwischen, also zu diesem ganzen Billy-Plot, bis er da jetzt in der U-Bahn sitzt, separat dazu spielte sich inzwischen Folgendes ab. Dr. Sivana, gespielt von, jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, der ja auch schon mitgemacht hat in dem Thriller. Da, egal. Dr. Sivana war auch einst als kleiner Junge zu Shazam geholt und auf die Probe gestellt worden, erwies sich aber als unwürdig. Seither von Hass und Rachsucht auf Shazam zerfressen, wurde ihm klar, wenn er nicht rein genug für die Macht Shazams ist, dann ist er arsch genug für die sieben Todsünden. Und wenn er sich diese Kugel holen könnte, dann wäre er genauso mächtig wie Shazam. Zwar auf der dunklen Seite der Macht, wenn man so will, aber, ne, und das will er halt. Das ist sein Ziel. So. Also findet er das Versteck des alten Shazam, reißt die Macht über die Todsünden an sich und diese ergreifen Besitz von seinem Körper, indem diese Kugel in sein Auge reinwächst und in diese Kugel, ja, gehen dann so in Nebelform diese monströsen Todsünden alle rein und dann sind sie in ihm, in seinem Körper, wenn man so will. Ja, so. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Dr. Simon, blablabla. Also findet er das Versteck von Shazam, reißt die Macht über die Todsünden an sich und diese ergreifen Besitz von seinem Körper und statten ihn mit unglaublichen Kräften aus. So. Danach gelangt er noch in der U-Bahn befindliche Billy in Shazams Höhle. Da sind wir jetzt dann wieder. Ohne Prüfung auf Reinheit übergibt Shazam in seiner Verzweiflung seine gesamte Macht an Billy, indem beide einen magischen Stab berühren und Billy Shazam sagen muss. Und danach löst sich der alte Shazam dann in Staub auf. Und die ganze Macht-Superkraft ist jetzt in Billy. Und Billy ist plötzlich nicht mehr in Billy, sondern ein Erwachsener. Ja? So. Wann immer Billy nun Shazam ruft, wird er zu einem muskulösen Mann mit Superkräften wie Superman selbst. Ruft er das Wort erneut, ist er wieder Billy. So. Zusammen mit Freddy muss er nun herausfinden, was seine Kräfte sind. Hier folgen dann die meisten Szenen aus dem Trailer, inklusive so einem blöden Fortnite-Tanz und dein Handy ist aufgeladen. Diese ganze, das fand ich überhaupt nicht lustig, diese ganze Sequenz. Aber es ist halt, man darf nicht vergessen, es ist halt nur ein Kind, dem plötzlich Superkräfte gegeben werden. Und der das jetzt eben dann macht. Ein 15-jähriger Junge halt, ne? Der Jungs Sachen macht, wenn er Superkräfte hat. Man darf nicht vergessen, das ist ja kein normaler Mann, da steckt ja ein Kind drinne. Und den Aspekt muss man dann natürlich dann schon bedenken dann. Ne? So. Also eigentlich arg dümmlich, aber hey, wir reden von einem Schuljungen der heutigen Zeit. Außerdem laden sie ihre Trainingseinheiten, also wenn sie ihre Superkräfte trainieren, oder er seine Superkräfte trainiert, auf YouTube hoch, die dann viral gehen. So, und da stellt sich mir jetzt die Frage, ob das wohl auch in den Shazam Comics so war. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es Shazam schon gibt. Aber ob das da wohl auch so ist, dass er seine Trainingssachen auf YouTube hochlädt? Weiß das einer von euch? Ich weiß es nicht, aber gut. Währenddessen beginnt Sivana, Tod und Verderben über die Stadt zu bringen, indem er die sieben monströsen Todsünden entfesselt. So, alles Weitere ist dann jetzt mal Spoiler. So. Billy und Freddy zerstreiten sich allmählich, denn Freddy scheint Shazams Kräfte für sich ausnutzen zu wollen, um sich gut darzustellen und sich vor Bullies zu schützen und wäre zudem gern sein Sidekick, was kaum machbar ist, denn wie gesagt, Freddy läuft an Krücken. Ne? Billy indes nutzt seine Shazam-Kraft stattdessen dafür aus, Selfies zu machen und sich hierfür bezahlen zu lassen, für die Selfies. Ja? Das ist auch nicht der richtige Weg. Nachdem er versehentlich einen Unfall verursacht und einen dadurch abstürzenden Bus retten muss und das auch schafft, feiert er sich, obwohl er ja selbst schuld an dem ganzen Unglück überhaupt war. Da kommt plötzlich Sivana dazu und greift an, denn er will mit dem magischen Stab der Macht von Shazam,
die Kraft von Shazam an sich reißen. Er hat diesen Stab. Den hat er, der Schweinehund halt. Ne? So. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Billy endlich lernt, ordentlich zu fliegen. Billy entkommt und verwandelt sich zurück in den Jungen, der er ist. Sivana schnappt sich allerdings Freddy und nimmt ihn gefangen. Weil sie nicht völlig dämlich sind, kommt die Pflegefamilie dahinter, dass Billy Shazam ist. Sie sprechen ihn darauf an und als eines der Kinder berichtet, dass es für Billy herausfand, wer und wo seine echten Eltern sind, läuft er los, um sie aufzusuchen. Seine Zieheltern fahren ihm hinterher, weshalb sie nicht mitbekommen, wie Sivana mit Freddy auftauchen im Haus der Eltern und die, auch die anderen Kinder nun als Geisel nehmen. Oh, er nimmt, das macht ja nur Sivana. Billy erreicht seine Mutter und erfährt die bittere Wahrheit. Als sie ihn auf dem Rummel, damit beginnt der Film so mit einer Sequenz, als sie ihn auf dem Rummel verlor und sich die Polizei um ihn kümmerte, ging sie einfach fort, als sie sah, ihm würde es im Heim besser gehen als bei ihr, denn sie war erst 17 und sein Vater wollte eh nichts mit ihm zu tun haben, mit seinem Sohn, ja, mit Billy. Danach bekommt er einen Anruf von Sivana und weiß nun, dass er seine neue Familie in seiner Gewalt hat. Dass Sivana die halt eben hat. Ja. Als Shazam fliegt er los, um sie zu retten. Angekommen will Sivana, dass er ihm seine Kraft übergibt und öffnet eine Tür in die alte Höhle. Shazam willigt ein und in der Höhle entfesselt Sivana die 7 Monster. Shazam erkennt, dass sie Sivana nur benutzen, wofür dieser aber blind ist. Plötzlich wirft Freddy ein Bat-Boomerang-Ding an Sivanas Kopf. Und die Familie ist ihnen durch die Tür in die Höhle gefolgt und will Billy jetzt helfen. Billy sieht eine Wunde an Sivanas Kopf, die erst verheilt in dem Moment, als sich die Monster wieder in seinen Körper reinfahren. Ja? Und diese dann ihn praktisch heilen. Also er hat nur Superkräfte, solange diese 7 Todsünden in ihm sind. Wenn die aus ihm raus sind, ist er ein ganz normaler Sterblicher. Ganz normaler Mensch. Keine Superkräfte mehr. Nur, wenn diese Viecher in ihm sind. So, er kann Sivana kurz überwältigen und so mit der Familie zurück in die reale Welt entkommen. Sivana folgt ihnen bis zu einem großen Weihnachtsmarkt, wo es zum Showdown kommt. Er entfesselt die Todsünden und richtet eine Menge Chaos an. Es gelingt den Monstern, Billys Familie gefangen zu nehmen. Shazam stellt sich und will nun seine Macht dann doch an Sivana übergeben. Aber in letzter Sekunde entreißt er Sivana diesen Stab, diesen magischen, und ruft seine neuen Geschwister zu sich und sagt ihnen, sie sollen alle gleichzeitig den Stab ergreifen und Shazam rufen, was sie auch machen. Danach haben alle 5 ebenfalls Shazam-Kräfte und auch so einen Anzug und sind eben auch Superhelden und bekämpfen jetzt in einem großen Showdown die ganzen Monster. Eine der Todsünden aber steckt immer noch in Sivana, damit er seine Superkräfte nicht verliert und im Kampf einsetzen kann. Shazam gelingt es aber, die Sünde rauszulocken und Sivana stürzt in die Tiefe und wird von Shazam gerettet. Und das fand ich hier wieder so, oh Mann. Immer dieses eierlose Superheldengehabe. Dieser Dr. Sivana, ja, ist inzwischen verantwortlich für viele, viele Tote, die er immer auf dem Gewissen hat, wenn er diese Monster freilässt und die irgendwelche Menschen fressen und so weiter und so fort, ja. Das ist Dr. Sivanas Ziel gewesen und Schuld und er hat sowieso vor, die ganze Welt zu zerstören, wenn er diese Macht von Shazam hat. Ja, und jetzt fällt er in die Tiefe und wenn er tot wäre, dann wäre der aufgehalten. Dieser böse Mensch wäre dann für immer weg, ja. Ja, ich rette ihm jetzt auch noch das Leben, damit er nochmal wieder gegen mich kämpfen kann. Und das finde ich immer so eierlos und affig, ey. Ehrlich, das geht mir total auf den Sack, sowas. Ohne Schade, aber naja, gut. Er verhindert seinen Absturz, ne, bringt ihn dann aber runter auf die Erde und dann reißt er ihm dann sein leuchtendes Auge, wo diese Kugel halt eben drin ist, in der diese Todsünden gefangen waren. Das reißt er ihm aus dem Kopf raus, das Ding dann. Es überlebt der Sivana aber. So. Und dann werden die auch plötzlich wieder in diese Kugel eingefangen. Im Moment, wo er sie in der Hand hat, werden die... Warum? Warum werden die plötzlich, nur weil die Kugel jetzt nicht mehr im Kopf von Sivana ist, warum funktionieren die plötzlich wie ein Staubsauger und saugt diese Todsünden in sich ein? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber naja. So. Gemeinsam erklären nun die nun 6... Ja, die 6 Shazams, ja, Shazamens, wie sagt man denn, Mehrzahl, egal, die alte Höhle zu ihrem Heldenquartier, so. Eine In-Credit-Szene zeigt Sivana, der seine Zelle mit Symbolen vollkritzelt, bis die Raupe aus Alice im Wunderland erscheint und mit ihm spricht, what the fuck. Ja, und ich habe dann hinterher mich mal wieder online belesen müssen, wer das dann ist. Ja, und dieses Räubchen da, das ist Mr. Mind.
ein Mastermind-Wurm aus dem Weltall und eben auch ein Gegner von Shazam dann wohl. Ja, gut. So, Post-Credit, nach dem Abspann wird noch ganz kurz auf Aquaman angespielt, in dem Shazam versucht, mit einem Goldfisch zu quatschen. So, gut. Fazit zu Shazam. Am Ende war der Film wesentlich unterhaltsamer, als ich dachte. Nette Story, wenn auch arg familienfreundlich. Brauchbare Effekte, ordentliche Action, überraschend gelungenes Monster-Design. Also jetzt rein vom Design her, ja. Und ein recht vernünftiges Finale, ganz ohne Skybeam und umhergeworfene Stadt, ja. Sondern einfach kleiner Rummel und dann da diese Klopperei mit den Monstern. So, und hier sind jetzt die größten Kritikpunkte seitens der Fanbase. Weil diese 7 Todsünden, ja, da hätte man noch ganz diepe Charaktere draus machen können, dass dann irgendwie jeder irgendwie so ein Joker-Typ oder so ist, der dann irgendwie jeweils zu jeder Todsünde auch die Charaktereigenschaften widerspiegelt und Sprüche klopft oder so. Und um Himmels Willen, bloß nicht so einen bunten Kinderkackscheiß. Monster sind schon okay, ist ein bisschen was Optisches, ne, habe ich auch gar nicht mit gerechnet, dass wir Monster mitmachen, aber gut, so. Also ich hatte da kein Problem mit. Mark Strong, genau, so heißt er, Mark Strong, der hat auch schon, gar nicht, Mark Strong ist der aus Kingsman, der von eben, aus dem Film, der kommt gleich nochmal, in dem nächsten Film hier, aber da komme ich dann da gleich zu. Mark Strong gab auch einen sehr passablen Schurken ab und im Grunde hat keine der Nebenfiguren wirklich genervt, auch wenn ich mir optisch für die Hauptrolle einen charismatischeren Darsteller gewünscht hätte, denn Zachary Levi, oder wie sich der auch immer ausspricht, kann man im Grunde nie wirklich als knackigen Helden wahrnehmen oder ernst nehmen. Auch nicht in den ernsteren Momenten, wenn er ernster guckt. Er kommt einfach nicht rüber. Er hat einfach nicht diesen Moment, wo du sagst, okay, jetzt ist er aber echt angepisst, jetzt geht es hier aber rund, ey. Jetzt wird die Sache aber ernst. Ja. Das strahlt er niemals aus. In den Comicvorlagen sieht das aber anders aus. Ja. Hier wäre der, soweit ich mich erinnere, eigentlich für die Rolle geplante The Rock tatsächlich die bessere Wahl gewesen. Oder der derzeit ja auch ganz gut in Hollywood gehandelte Bautista, ne? Zum Beispiel. Aber naja, gut. Das ist wieder Haarspalterei, klein oder auf, meckern auf hohem Niveau. Dennoch, definitiv ein fetter Pluspunkt im Match zwischen DC und Marvel. Und zwar für DC, denn die von der Konkurrenz Marvel halten sich ja inzwischen lieber an den üblichen Social Justice Warrior Wokeness Wahnsinn. Und während Deadpool sich zu Tode sabbelt, wurde der Humor hier dezenter akzentuiert und so verbucht man dann auch einige Schmunzler, denn Deadpools größte Schwäche ist, dass er ein Sprichwort nicht beherrscht: weniger ist mehr. Kommen wir zum nächsten Film. Auch wieder überraschend gut gewesen. Obwohl ich eigentlich auch Schlechtes über diesen Film gelesen habe vorher. Da habe ich aber nachdem ich den Film gesehen habe, weil ich ihn so gut fand, noch mehr darüber gelesen und fand dann einiges raus. Da komme ich aber noch zu. Es geht um den Film The Silence. Um den Wind direkt aus den Segeln zu nehmen. Und das ist das, was jetzt am Anfang kommt, was ich jetzt sagen will. Das ist das, was ich im Nachhinein bei der Recherche herausgefunden habe. Ja, ich habe vorher über The Silence gelesen, der klaut total bei Quiet Place, so ein blöder Abkupferfilm, scheiß, und dann habe ich danach, ich wusste das also, habe den Film gesehen und fand ihn sehr gut, warum, da komme ich noch zu, und dann habe ich im Nachhinein darüber gelesen, was ich jetzt erzähle. Also, um den Wind direkt aus den Segeln zu nehmen, diesen Film als Klon oder gar Klau von A Quiet Place zu schelten ist falsch. Der Film wurde nahezu zeitgleich mit dem populären Kollegen gedreht, fand aber leider erst ein Jahr später via Netflix eine Veröffentlichung. Es ist also kein direkter Netflix-Film und basiert zudem auf einem Roman von 2015, den der Autor Tim Lebbins geschrieben hat. Als der Regisseur von A Quiet Place gefragt wurde, ob sein Film auch auf diesem Roman basiert, verneinte er dies. Ja, somit ist eigentlich The Silence das wahre Erstlingswerk und kommt nur ein Jahr zu spät jetzt raus, wenn man so will, wegen finanzieller Probleme des Vertriebs und wegen dem Verkauf der Rechte. Also ist A Quiet Place eine Kopie von The Silence. Haben wir das jetzt an dieser Stelle mal geklärt? Ja, Dankeschön. So.
Inhaltlich kann man beide Werke aber im Grunde gut vergleichen, nur empfand ich The Silence in jeder Hinsicht als besser. Es geht um eine Familie mit einer, nach einem Unfall, tauben Tochter. Der Vater, Stanley Tucci, ja, aus Transformers oder In meinem Himmel und eben auch hier eben gerade Nomis. Ja, da spielt er irgendwie einen Vorgesetzten von diesem Hauptdarsteller, da so ein Cop. Da, ne? Und die Mutter, Miranda Otto, a.k.a. Eowyn aus Herr der Ringe, lernten daher die Zeichensprache, weil die Tochter ist ja taub, ne? Und brachten dies auch der Großmutter und dem jüngsten Sohn bei. Die beherrschen also alle die Zeichensprache. Als dann eine unerforschte Höhle geöffnet wird, strömt daraus ein Schwarm unbekannter Kreaturen hervor, die zwar blind sind, aber jedes Geräusch verstärkt wahrnehmen. Wie ein Schwarm fliegender Piranhas fallen die sogenannten Wespen, so werden sie genannt, ja, nun über die Städte her und es herrscht fortan apokalyptische Zustände. Alles weitere ist jetzt schon Spoiler. Die Familie bricht gemeinsam mit einem Freund auf, um in Sicherheit zu gelangen, denn in den Städten herrscht Chaos. Auf ihrem Weg lässt der Freund nach einem Autounfall sein Leben und es geht zu Fuß weiter. Sie finden ein Haus, in dem eine alte Frau lebt, die prompt von den Kreaturen getötet wird. Nachdem ihnen durch die Hilfe des Vaters der Weg ins Haus gelangt, nimmst du durch so ein Rohr, durch so eine Art Abflussrohr durch, ne? Und der Vater lenkt dann die Wesen so ein bisschen ab oder versucht das so ein bisschen, wurde die Mutter der Familie auf dem Weg ins Haus von einer Kreatur verletzt. Nun braucht man Antibiotika, denn es breitet sich eine Infektion durch die Wunde aus. Die sind also auch noch giftig, die Mistviecher. Also bricht der Vater mit seiner tauben Tochter auf. Im nächsten Ort finden die zwei einen Laden und können Medikamente besorgen, nach einer recht spannenden Sequenz mit den Kreaturen. Ja? Und das ist, finde ich, geil, weil diesen Film ohne Scheiß, seit dem ersten Tremors-Film hatte ich nicht mehr in einem Monsterfilm so intensive Spannungsmomente wie hier. Das ist bei A Quiet Place, hat das bei mir überhaupt nicht gezündet. Die haben das nicht geschafft, diese bedrohliche Stimmung, du musst jetzt leise sein, du darfst kein Geräusch machen, ja, so gut einzufangen, wie hier in diesem Film. Vor allem jetzt hier eben dann auch diese Szene in den Supermarkt und das alles. Ja. Weiß ich nicht. Das hat bei mir hier viel, 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 viel besser funktioniert. Das ist mein persönlicher Geschmack wohl gemerkt, ne? Das Ganze hier wieder mal, ne? Mit Sicherheit werden da wieder kaum welche da draußen sein, die auf meiner Seite sind, aber es ist mir egal. Ich sage hier ja nur meine Meinung der ganzen Sachen. Also, nochmal. Die schaffen es halt, die Medikamente zu besorgen. Auf ihrem Rückweg treffen sie einen Reverend, der offenbar eine Gruppe Leute anführt, die sich alle die Zunge rausgeschnitten haben, damit sie nicht mehr sprechen können. Als der Reverend den Vater mittels beschrifteter Buchseiten anbietet, bei ihnen zu bleiben, lehnt dieser ab. Ich hätte auch keinen Bock, mir die Zunge rauszuschneiden, um ehrlich zu sein. Einige Zeit später erscheinen die Gläubigen vorm Haus, in der die Familie Unterschlupf sucht. Sie fordern die Herausgabe der tauben Tochter, denn die ist ja fruchtbar. Ich dachte so, what the fuck? Wie kommt das so an? Und stehen da ganz friedlich diese ganzen, ja, Sektenmitglieder, kann man fast gar nicht anders sagen. Und so, gib uns mal deine Tochter, die ist fruchtbar, die wollen wir dann ficken. Na los. So, what the fuck? Ja, endzeitartige Zustände halt, ne? Mit einem Gewehr vertreibt der Vater die Irren, nachdem seine friedlichen Versuche scheiterten. Des Nachts schicken die Gläubigen ein kleines Mädchen zum Haus. Es tobt ein Gewitter, also lassen die Eltern das fremde Kind ins Haus. Es ist aber mit zahlreichen Handys ausgestattet, dieses Kind, die nun losklingeln. Also praktisch ein trojanisches Pferd, denn dieses Klingeln wird ja von den Viechern gehört natürlich dann. Ne? Während nun die Kreaturen das Haus angreifen, nutzen die Gläubigen das Chaos, um die taube Tochter zu entführen. Um dies zu verhindern, opfert sich die Großmutter, indem sie zu den Entführten und das Mädchen, die das Mädchen wegzerren, rennt und laut schreit und damit die Kreaturen auf sich zieht und dann zu den Typen führt. Ne? So. Die Tochter kann so fliehen, die Großmutter stirbt allerdings offscreen. Also viel Splatter und Gore gibt es in diesem Film jetzt hier nicht unbedingt. Ne? Als der Reverend selbst nun das Mädchen packt, kommt es zu einem Showdown, in dem die Familie die Gläubigen bekämpft. Der Vater kann den Reverend töten und auch die anderen leisten ihre Gegenwehr gegen die ganzen Verrückten da. Nur das trojanische Pferdmädchen überlebt und wird zu ihrer Mutter zurückgegeben. Die Familie verlässt nun den Ort und das aus... Und das Haus, also die verlassen den ganzen Ort da jetzt, ja. Denn inzwischen wissen sie, es gibt einen Ort, an dem es sehr kalt ist
Und die Wespenviecher, ne, die vertragen keine Kälte. Und da kommen die gar nicht erst hin, weil das ist denen da zu kalt. Da können sie also ganz normal leben, in diesem kalten Ort. Am Ende sieht man die taube Tochter mit ihrem Freund, mit dem sie die ganze Zeit übers Netz in Kontakt war, der auch diesen Ort mittlerweile erreicht hat, diesen kalten Ort, mit Pfeil und Bogen Wespen jagen. Diese brüten übrigens im Körper ihrer Opfer, sah man auch schon im Supermarkt. Ja. Die Familie lebt nun also in einer kalten Region, recht sicher, und der Kampf ums Überleben gegen die Wespen wird weitergehen. Habe ich mir gar keinen. Doch, habe ich mir notiert. Jetzt kommen wir erstmal zu den Kritikpunkten. Der Film ist insgesamt einfach zu zahm. Wie gesagt, es gibt keinen Splatter. Ich hätte mir das alles ein bisschen härter gewünscht, das muss ich dazu sagen. Ja. Aber mittlerweile bin ich eigentlich jemand, ich setze nicht mehr so sehr auf Härte. Wenn es nicht so hart ist, ja, ist es auch nicht so. Ist nicht so drastisch. Ja. Die meisten Angriffe der Kreaturen finden im Off statt. Und wenn, dann sind sie nicht sonderlich hart, wie gesagt. Doch eine echte Bedrohung geht von den Viechern erst aus, wenn man die volle Grausamkeit in ihren brutalen Angriffen schonungslos vor Augen hat, finde ich. Also wenn man gezeigt hätte, wie die einen zerfleischen, dann hast du ja noch mehr Angst vor den Viechern, oder? Das hätte das vielleicht noch ein bisschen noch, die spannenden Szenen noch mal ein bisschen spannender vielleicht gemacht. Deswegen fand ich das so geil, bei Tremors siehst du halt eben wirklich, wie einer der großen Würmer da komplett Menschen verschluckt, ja. Das siehst du halt am helllichten Tag. Und dann hast du auch Schiss vor den Viechern natürlich, weil du siehst, mit welcher Gewalt die Viecher zuschlagen. Das wäre hier vielleicht brauchbar gewesen. Aber naja, das ist jetzt, wieder auf hohem Niveau gemeckert. Auch die apokalyptischen Szenen auf verlassenen Straßen mit leeren Autos. Ja, warum sind die Straßen denn leer? Warum sind die Autos, die gehen ja in die Stadt rein, ja? Und die ganzen Autos, die da stehen, die sind leer. Die stehen da kreuz und quer, ja? Also entweder haben die Leute das Auto panisch verlassen, das ist ja okay, aber es gibt ja bestimmt auch einige, wenn da ein riesiger Schwarm von Kreaturen angegriffen haben, haben es nicht alle aus den Autos geschafft. Warum hätte man nicht ein paar Szenen einbauen können, die Leichen in den Autos setzen, zernagte Leichen in den Autos setzen, sitzen, tot oder so, ne? Das hat mir auch so ein bisschen, fand ich auch so ein bisschen, warum sind die jetzt alle Autos leer? Okay, gut. Aber vielleicht sollte der Film auch PG-13 sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auch in den Räumlichkeiten sind keine Leichen erkennbar. Die Wesen selbst sehen auch einfach aus wie Babyflugsaurier mit Reißzähnen und ohne Augen eben, ne? Aber sind an sich sehr ordentlich animiert und designt. Ja, aber eben nicht wirklich jetzt beeindruckend oder furchteinflößend optisch. Da hätte man auch ein bisschen was Abgefahreneres vielleicht designen können. Ja, das sind durchaus Kritikpunkte, die ich auch nennen will. Aber die Menge macht es dann halt, ja. Und das muss man aber auch dann gezeigt kriegen, ne? Wie die dann halt eben dann mal im Schwarm jemanden zerpflücken oder was, ne? Dennoch finde ich die Biester besser als die Stranger Things-Klone aus Quiet Place mit ihren Blumenkopfköppen da, ne? Da fand ich jetzt die kleinen Viecher dann doch besser, ganz ehrlich gesagt. Die Wespen sind flinker, können zudem fliegen und wegen ihrer geringen Größe können sie auch durch kleinere Öffnungen ihren Opfern folgen. Also das macht sie schon gefährlicher irgendwie. Weil, wie gesagt, die Masse macht es dann, wenn ein ganzer Schwarm hinterher ist von den Viechern, ne? In The Silence gefielen mir auch die Hauptfiguren wesentlich besser. Vor allem die beiden prominent besetzten Elternteile konnten mich sehr überzeugen, darstellerisch. Es gab auch, und das war das Wichtigste, was mich am meisten gestört hat an Quiet Place, es gab hier in The Silence keine wirklich dummen Aktionen. Ja, so nach dem Motto, lass uns in der Endzeit, in der wir keine Geräusche machen dürfen, in der man absolut leise sein muss, ein kreischendes Baby zeugen. Ja, sowas passiert hier eben nicht. So dumm sind die Menschen hier halt eben nicht. Das können sie dann in der Arktis da machen oder was. So. Und sogar tolle Momente gibt der Film hierher, wie die Sequenz, in der der Vater einen Schwarm Wespen ablenkt, indem er einen Astschredder einfach nur einschaltet. Und die ganzen Viecher, ja, die fliegen natürlich rasend schnell auf das Geräusch zu und direkt in den Häcksler rein und werden direkt... Ja, dann hat er durch einen Knopfdruck einen ganzen Schwarm von diesen Wespenviechern ausgeschaltet. Ne? Das war ja auch eine ganz geile Idee. Fand ich gut ausgedacht eigentlich, diesen Moment. So, das Finale mit dem Gläubigen bot dann auch einen wesentlich besseren Showdown-Moment als das komplett überflüssige Opfer des Vaters in A Quiet Place, das nicht hätte stattfinden müssen, wenn man darüber mal richtig nachdenkt. Also ich finde diesen Film da wesentlich besser. So, Spoilerende. Neben den aufgezählten Pluspunkten im Spoiler fand ich bei The Silence viele der Wir-müssen-ruhig-sein-Momente wesentlich spannender und knisternder als in bekannteren Filmkollegen. Insgesamt ist für mich dieser Film hier definitiv die bessere Alternative für meine Sammlung. Wer bei A Quiet Place also die Defizite störend fand, genau wie ich, ja, der sollte hier vielleicht mal ein Auge riskieren. Auch wenn hier nicht alles rund und perfekt war. Ich habe ja mal die Kritikpunkte genannt. Ja.
Aber dennoch, also wer Quiet Place mochte, ja, und die Sachen störend findet, die ich auch störend finde, gebt mal The Silence eine Chance. So, und jetzt kommen wir zum letzten Film, den ich geschaut habe, und der ist eigentlich auch nur auf dem besten Platz wegen dem Hauptdarsteller. Jackie Chan in Bleeding Steel. Und den habe ich lange gemieden, diesen Film. Warum? Naja, ich lese mal vor. Was war das denn, Alter? Aufgrund der online gelesenen, eher schlechteren Bewertungen miete ich diesen Film bislang, obwohl Jackie Chan die Hauptrolle spielt, den ich ja wahnsinnig gerne sehe. Denn Vergleiche mit schwächeren Fantasy-Science-Fiction-Filmchen wie Tuxedo oder mit Medaillon, ja, die waren halt überall zu lesen. Und da habe ich gedacht, na, die sind ja nicht so prall, die Filme, ja. Aber dann habe ich mich auch erinnert, ja, irgendwie, die sind vielleicht nicht so prall, diese Filme, aber selbst die haben mich mehr unterhalten als mancher Hollywood-Quark heutzutage, ne? Also gab ich dem Film jetzt endlich mal eine Chance. Welch ein Glück. Denn ich war bestens unterhalten. Allein die brachialen ersten 15 Minuten sind das Ansehen des Films schon wert, Leute. Und das, obwohl Jackie Chan nicht einen einzigen Martial-Arts-Kampf in diesen 15 Minuten abliefert. Stattdessen gibt es einen todernsten und explosiven Shootout, der sich wirklich inszenatorisch sehen lassen kann und bei dem Menschenleben fallen wie die Fliegen. In einem Jackie Chan-Film ist das auch eher ungewöhnlich, ja. Aber die Action ist hier wirklich top-notch choreografiert. Ist vielleicht jetzt nicht vom Budget her die beste, ja, aber rein von der Inszenierung her, so inszeniert man saubere Action. Du siehst alles, die Kamera ist ruhig, die Kamera ist, der Schnitt ist ordentlich, teilweise auch schnell, aber ordentlich. Ja, also du kannst dem Ganzen immer gut folgen. Die Dramaturgie passt, richtig guter Action-Einstieg, ja. Da dachte ich, holla die Wildfee, wenn der Film jetzt so weitergeht, ne? Alter Schwede, naja. Es geht um einen Wissenschaftler, der irgendeine wichtige Erfindung machte, ein mechanisches Herz, das einem Superkräfte verleiht, wenn man so will. Hinter diesem sind nun die gepanzerten Soldaten eines finsteren, kahlköpfigen Typen her, der selbst unzerstörbar zu sein scheint und wie ein Sith Lord aussieht. Jackie ist Teil einer Einheit, die den Wissenschaftler schützen muss. Dabei wollte er gerade ins Krankenhaus, in dem seine krebskranke Tochter im Sterben liegt, doch die Pflichterfüllung hält ihn fern und sie stirbt, während er nicht dabei ist. Der Wissenschaftler hat einen Behälter bei sich, naja, eben offenbar mit diesem Herzen drin, mit diesem mechanischen, der nun nicht in falsche Hände gelangen darf. Jackies komplette Einheit geht im Kampf flöten, doch er selbst hält den finsteren Übermenschen auf, indem er sich mit einer Explosion selbst opfert. Wie gesagt, all dies in ersten 15 Minuten. Ja, und so macht man das richtig. So reißt man mich gut um. Da war ich dann drin in dem Film, da hat mich der Film gehabt, ne? So. Auch wenn das dann ein bisschen abfällt, gebe ich zu. 13 Jahre später hat ein Romanautor das Buch Bleeding Steel geschrieben, in dem es um technisch sehr ähnliche wissenschaftliche Vorgänge geht. Also ein mechanisches Herz verleiht einem Mädchen Superkräfte, ne? Etc. Woher hat der Autor wohl diese Informationen? Ja, eine mit Hightech-Waffen ausgerüstete Killerin ist nun hinter dem offenbar zu viel wissenden Autor her, den auch der plötzlich eingreifende und seltsamerweise wieder lebendige Jackie Chan nicht retten kann. Jackie hat die Explosion am Anfang nämlich verletzt überlebt. Er hatte Glück. Allerdings zerstört er die Informationen auf dem Laptop, an dem die Killerin gelangen wollte. Damit ist das dann auch flöten. Vor Ort war auch ein junger Mann, der ebenfalls an diese Informationen wollte. Ihm gelang es, die Daten, bevor alles eskalierte, mit einem Stick runterzuladen. So, alles Weitere ist jetzt Spoiler. Also wir haben Jackie, der das Ganze von dem Ganzen weiß sowieso, ja. Dann haben wir eine komische Killerin, die jetzt diese Daten besorgen soll, die ja offenbar dieser Romanautor hat und der wird dabei getötet. Und wir haben einen jungen Mann, der auch da vor Ort ist und sich als Frau getarnt hat und auch irgendwas will. So. Also, es stellt sich heraus, dass die Killerin für den ebenfalls noch lebendigen Superschurken vom Anfang arbeitet. Ja, der entstellt auf Rache sind. Der hat diese Explosion entstellt überlebt. Es hat halt so ein mechanisches Auge und die eine Hälfte ist komplett verbrannt und so. Und er ist jetzt entstellt. Und er will halt eben jetzt Rache, aber er will auch noch ein bisschen mehr. Aber es kommt dann nachher noch, was er will. Er schickt nun seine Leute zu dem jungen Typen, der da mit bei war, der den Stick jetzt hat mit den runtergeladenen Sachen. Und er kennt auch Jackie wieder. Auf den Überwachungskameras, die es vor Ort gab. Der Junge ist aber gewitzt genug, sich nicht schnappen zu lassen. Er heißt Lee Sen, also Lee, der Junge, ja, und findet auf den runtergeladenen Informationen Bilder eines jungen Mädchens, das inzwischen auch von Jackie aufgespürt und beschattet wird. Ja, so. Sie heißt Nancy, dieses Mädchen, und wird von Albträumen über ein Labor geplagt. Außerdem heilen ihre Wunden überraschend schnell.
warum auch immer. Nancy geht öfters zu einer schrägen Spiritualistin, um sich von ihren Träumen befreien zu lassen. Diese ist auch die Quelle der Informationen des nun toten Buchautors. Also weiß die wohl irgendwas? Diese komische Spiritualistin da. Wie sagt man dazu? Nancy wird von einigen Ghetto-Kids bedrängt und kann sich mit dem dazustoßenden Lee gegen sie wehren. Sie reist nach Sydney, um an einer Hypnose-Show teilzunehmen, wegen ihrer Albträume. Lee ist auch vor Ort und ebenso Jackie. Bei der Vorführung hat Nancy Visionen von Jackies Tochter. Wie kann das dann sein? Ja, weil Nancy die Tochter von Jackie zu sein scheint. Ja, die Killerin und ihre Männer kommen dazu und Jackie und Lee müssen die immer noch hypnotisierte Nancy retten. Auf dem Dach der Sydney Oper kämpft Jackie gegen die Killerin und entkommt ihr spektakulär. Und das kommt auch zum besten Stunt des Filmes. Ein klassischer, aufwendiger Jackie Chan Stunt, in dem Jackie Chan an diesem, ihr kennt das Sydney Opera Gebäude, ne? Dieses, was da so aussieht wie so ein, weiß ich nicht, da, ne? Und dann an diesem Gebäude rutscht er halt eben dann runter. Das ist dann schon wieder ein richtig geiler Stunt halt, ne? Lee brachte es Nancy inzwischen auf ein Motorboot und holt nun Jackie ab. Wieder in Sicherheit stellt sich heraus, dass Lee nur ein kleiner Dieb war, der in alles hineingestolpert ist und einfach Interesse hatte, Nancy kennenzulernen, nachdem er die Bilder von ihr gesehen hat. Eigentlich wollte er nur den Sale von diesem Buchautor ausräumen. Der ist ja erfolgreich, also muss er ja viel Geld haben. Da kann man ja, ne? Das war sein eigentlicher Antrieb. Und dann stolperte er eben in diese Situation rein. Und hat sich dann halt einfach die Daten gesichert, weil er dachte halt, ihm kann ich da ja Geld mitmachen. Also er ist eigentlich nur an Geld interessiert. So. Jackie erfährt von der Spirituistin da, von dieser komischen, und ihrer Verbindung zum Autor. Also sucht er sie auf, findet aber nur ihre Leiche. Die Killerin war schneller. Ne? Derweil erwacht Nancy und läuft davon. Nun gibt es endlich Antworten. Nancy ist, wie gesagt, Jackies wiederbelebte Tochter. Die ist tatsächlich gestorben, aber dieser Wissenschaftler mit diesem Herz und so, ne, der vom Anfang da, ne, der hat das getan für Jackie, weil er ihn ja gerettet hat am Anfang. Und weil er so seine Erfindung auch erfolgreich präsentieren kann. Das mechanische Herz und ein künstliches Blut, ne, das ist jetzt auch in diesem Mädchen drin, und das Bild hat Heilkräfte und macht sie halt eben wieder gesund. Und jetzt hat sie halt eben diese Heilkraft, dass jede Wunde sofort wieder heilt und so. Und dieses, wenn sie dieses Blut in sich hat, durch dieses Herz da halt. So. Der Schurke vom Anfang war ein Söldner namens André und das erste Testobjekt. Das lief aber schief. Ersten Test laufen wir meistens schief, ne? Und deswegen sind der jetzt auf Rache. Seitdem ist er halt so komisch weißhäutig, glatzköpfig. Ja. Aber hat eben auch Superkräfte und auch diese Heilkräfte so ein bisschen, ne? Aber gut. So. Der Wissenschaftler starb nach Nancys Wiederbelebung und man nutzte auch Blut des Wissenschaftlers für Nancys Wiederbelebung, was dazu führte, dass sie diese Erinnerungen noch hat. Daher erinnert sie sich an den Ort der Experimente und reist nun dorthin. Jackie reist ihr nach. Lee lässt er derweil, weil er nur ein Dieb ist, gefesselt zurück, da er seine Identität erst prüfen will. Nancy erreicht das Haus des Wissenschaftlers und erinnert sich dort endlich an alles. Und nun weiß sie, dass Jackie ihr Vater ist und sie immer beschützend beschattet hat. Außerdem findet sie einen Schlüssel in einem Versteck. Als sie in Tränen ausbricht, erscheint plötzlich die Killerin. Sie kidnappt Nancy und Jackie kommt dazu. Es gibt eine Verfolgungsjagd, doch die Killerin entkommt mit der Geisel. Lee kommt auch dazu, wie auch immer er sich befreit hat. Das fand ich ein bisschen doof. Es wird überhaupt nicht gezeigt, wie der sich da aus dieser Situation hat befreien können, aber naja. Naja, gemeinsam folgen sie Nancy und die Killerin und der Killerin, denn Nancy hat einen Peilsender bei sich. Die Spur führt zu einer Bank mit einem Safe, zu dem der Schlüssel, den Nancy gefunden hat, passt. Im Safe befindet sich eine Kamera, also so ein Camcorder, mit Aufzeichnungen. Und im nächsten Moment wird die Killerin von Jackies Leuten in diesen Safe eingesperrt und dann wird Gas in den Safe geleitet, das die Killerin vermutlich tötet, weil ab da macht sie nicht mehr mit. Kann man auch nicht wieder auf oder so. Also scheint dieses Gas tödlich gewesen zu sein. Es wird nicht gezeigt, wie die inhaftiert wird oder so. Die ist dann weg. Auf dem Camcorder sind Aufnahmen zu sehen, die zeigen, wie das Experiment am Söldner André vollführt wird. Er braucht Nancys regeneratives Blut, um seine Wunden vom Anfang, ja, und überhaupt seine Weißhäutigkeit und alles da, zu heilen. Und die Informationen auf dem Camcorder, die braucht er, um eine Armee aus Supersoldaten zu erschaffen. Weil diese Informationen enthalten halt die Formel für alles da oder was. Im weiteren Verlauf des Kampfes scheint André übermächtig zu sein und Jackie liegt am Boden. Da kann sich seine Tochter, oh, jetzt habe ich aber was übersprungen hier. Oh, ich habe zu weit gescrollt. Sorry, ich habe nichts gesagt. Er braucht Nancy's regeneratives Blut, da war mehr. So, Jackie und seine Leute geben sich als Andres Männer aus und die Killerin, ne, also das ist eine Frau in seinem Team, die gibt sich als die Killerin aus, ne, zieht die Kleidung von ihr an
und schleusen sich so in die fliegende Basis, in der André bereits Nancys Blut transferiert bekommt. So, jetzt geht's weiter. Es kommt zu einem großen Kampf gegen André und seine Leute, bei dem André Jackie mit einem Blutinfusionsschlauch sticht, aus dem ja das Blut von Nancy kommt. Also ist das jetzt auch in Jackies Körper. So, im weiteren Verlauf des Kampfes scheint André übermächtig zu sein und Jackie liegt am Boden. Da kann sich seine Tochter, wieder regeneriert, denn ihre Kräfte scheinen inzwischen gewachsen zu sein, befreien und greift André an. Dieser wird Nancy aber schnell wieder los. Der wieder berappelte Jackie und seine Freunde werfen André dann gemeinsam in den Energiekern der Flugbasis, wobei Jackie einen Arm verliert. Also da ist im Mittelpunkt des Raumes ist so eine runde Öffnung. Und über der hängt da so eine Armatur. Ja? Und im Inneren dieser Öffnung ist irgendwie so lavaartiges Energiezeug. Ich schätze mal, damit betreiben die dieses fliegende Raumschiff da. Das ist ja alles Science Fiction in diesem Film halt. Und da schmeißen sie den rein. Und dann stürzt dieses obere Teil dabei runter und dann verliert Jackie einen Arm dabei. So, bei diesem Runterstürzen des oberen Teils da. Weil aus irgendeinem Grund, das habe ich auch nicht ganz verstanden, explodiert plötzlich nach und nach dieses Raumschiff. Dadurch, dass das Mädchen jetzt aufgewacht ist oder was? Oder dadurch, dass sie da jetzt kämpfen in diesem wissenschaftlichen Raum und dadurch so ein paar Schläuche kaputt gerissen sind, dadurch explodiert es und stürzt jetzt dieses Raumschiff ab. Das war auch ein bisschen, aber naja, gut. Ist halt ein Science-Fiction-Fun-Movie, mein Gott. Ja, bei so einem Popcorn-Scheiß, ja, da bin ich da nicht so anspruchsvoll, ja. Bei so Biopics, da habt ihr ja eingangs gehört, aber bei sowas hier, naja, ist halt, schmunzelt man dann weg, so kann man sagen. Also nun explodiert alles und sie müssen fliehen, dabei verliert scheinbar Lee sein Leben, wie es aussieht. Am Ausstieg angekommen, legt Jackie seiner Tochter und seiner Partnerin, also seiner Arbeitspartnerin da, die sich als Killerin verkleidet hat, einen Fallschirm an. Plötzlich erscheint der immer noch lebendige André und greift an. Wie der da wieder rausgekommen ist, das würde ich ja gerne mal wissen, aber naja. So, Jackies Arm wächst plötzlich durch die nun auch in ihm existierenden Kräfte und Zellen nach und er kann André endlich die Stirn bieten, weil er hat ja jetzt auch dann diese Kraft, ne? So. Er reißt André das mechanische Herz raus und alles explodiert. Nach dem geglückten Sturz ins Wasser scheint alles vorbei. Doch ein Funkspruch berichtet, der Camcorder mit den Informationen sei verschwunden. Außerdem verlor Jackie beim Absturz Andres rausgerissenes Herz. Also ist die Technologie verloren, wie es aussieht. So. Am Ende stellt sich noch heraus, dass Lee noch lebt. Er war der Sohn eines von André getöteten Waffenhändlers, der auf Rache aus war. Nun hat er die Aufzeichnung in seinem Besitz. Ja, und dann lehnt er am Ende noch das Angebot eines fiesen Waffendealers ab, denn er will die Sachen verkaufen, aber an den richtigen, wenn man so will. Und damit endet denn der Film so ein bisschen. Ja. Naja, so, gut. Fazit zu Bleeding Steel. Leider muss ich gestehen, dass der Streifen trotz des hervorragenden Einstiegs dann doch eher die oben erwähnte Schiene fährt von Tuxedo und das Medaillon, ja. Zu viel Leerlauf in der Mitte, zu viel cheesy CGI im Allgemeinen und eine recht weit hergeholte Supersoldaten-Science-Fiction-Story mit leichtem Superhelden-Touch. Tut das der Unterhaltsamkeit einen Abbruch? Nein. Jackie ist beileibe nicht mehr der Jüngste und was er hier an Stunts und Fights liefert, ist absolut zu respektieren. Seine besten Tage sind nun mal vorbei und einen neuen Police-Story, der wie der erste ist, wird es nie mehr geben, sind wir mal ehrlich, ja. Das ist nun mal so, fertig. Solange man aber offen ist für fetzige, zuweilen trashige, aber temporeiche Unterhaltung, kann man Bleeding Steel durchaus genießen. Der Einstieg der Sydney Opera, also die ganze Einstiegs-Action-Sequenz, der Sydney Opera-Stunt und das Finale bedienen Fans auch ausreichend, finde ich. Und damit hat mir der Film echt gut gefallen. Außerdem ist der Schurke hier, dieser André, ein besserer Sith als Kylo Ren. Immerhin. Obwohl, es ist auch nicht besonders schwer. Gut, so. Dann bin ich durch mit diesem Slane Watch. Ist noch lange genug geworden. Alter Verwatter. Bin mal gespannt. Gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr ja den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Dann freue ich mich. Ne? Mal gucken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, was das sein wird. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ich werde mal wieder ein paar Blu-Rays und DVDs schauen für den Feedbacks als nächstes. Ne? Nicht schon wieder Slane Watch. Mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie das passt und klappt. Ja. Und wir haben jetzt Dienstag. Und ich sag mal so, ihr dürft euch auf ein überraschendes Wochenende freuen. Mehr verrate ich jetzt mal nicht. Ja? Haltet euch den Freitag und den Samstagabend. Ich weiß noch nicht, wie ich das geteilt bekomme. Ob Freitag oder Samstagabend oder Nachmittag, Abend. Weiß noch nicht, wie ich das geteilt bekomme.
Aber haltet euch das vielleicht frei. Macht mal am Wochenende nicht zu viel. Wenn ihr mögt. Müsst ihr natürlich nicht. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut und sage bis zum nächsten Mal. Farewell.